Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir und freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, es geht euch gut und falls nicht, wünsche ich euch wieder von Herzen schnelle und gute Besserung. Mir geht es im Moment sehr gut, doch, kann man eigentlich sagen. Wir haben noch ziemlich früh morgens, heute ist Valentinstag. Ich werde versuchen, dieses Video noch heute am Valentinstag hochzuladen. Hat jetzt nichts mit Valentinstag zu tun, aber ich wünsche euch alles Gute zum Valentinstag. Genau, das wollte ich sagen. Es ist herrliches Wetter bei uns hier im Sauerland. Es ist zwar sehr, sehr kalt. Wir haben aktuell, Moment, -3 Grad, aber blauer Himmel, die Sonne scheint. Also beeilen wir uns jetzt ein wenig, beziehungsweise nein, es wird ein längeres Video. deshalb drehe ich auch sehr früh morgens. Wir haben aktuell 8:30. Ich habe vieles, was ich euch zeigen möchte, was ich in den letzten Wochen geshoppt habe. 2 Beutel. Bunt gemischt, Rossmann, Müller, DM, Geschenke, wirklich kunterbunt gemischt und ja, ich möchte anschließend vieles ausprobieren, das sind die meisten von euch, also diejenigen, die mich schon länger verfolgen, wissen, so mache ich das eigentlich immer, dass ich euch die Sachen erst zeige und dann ausprobiere. Alles werde ich wahrscheinlich nicht in diesem Video ausprobieren können, weil es sehr viel Dekoratives auch ist, tatsächlich, aber gut, ich werde mich bemühen, habe ich mich schon bewaffnet mit Kosmetiktüchern, mit feuchten Tüchern. Zeige euch als erstes 2 Geschenke. Meine Schwägerin, also Olafs Schwester, die liebe Moni, die macht das schon mal. Das habe ich euch auch schon erzählt und gezeigt. Ja, Moni ist so, die bringt mir schon mal einfach sowas mit. Ja, und wir hatten letzten Sonntag viele liebe Menschen hier bei uns, weil mein Schatzi hatte ja Geburtstag und meine Eltern, also Familie, war hier. Und Moni hat mir dann an dem Tag einfach auch mal was geschenkt. Und zwar einmal diesen wunderschönen Pinsel. Ich weiß, also ich habe den schon, diesen tollen, die gibt es wohl jetzt wieder. Weil ich habe gesagt, mir war das gar nicht aufgefallen. Ich sage, gibt es die jetzt im DM? Ja, anscheinend gibt es diese Unicorn-Einhornpinsel aktuell wieder. Ja, das ist der Puderpinsel. Wie gesagt, bunte Härchen, langer, schöner Einhornstängel. Ich nenne es jetzt mal Einhornstängel. Ich lasse es jetzt noch eingepackt. Auch wenn ich den schon habe, habe ich mich riesig gefreut, weil, ja, Pinsel kann man nie genug haben. Die wären ja auch nicht schlecht, ne? Und so als kleiner Beauty-Junkie oder sagen wir mal Sammler ist das natürlich ein tolles Ding. Ja, und dann hat sie mir das hier noch geschenkt. Eine wunderschöne Lidschattenpalette von Manhattan. Die habe ich, oder spiegelt sich mein Ringlicht, nicht irritieren lassen. Amazing Color. Die 004 ist das. Die war mir so gar nicht aufgefallen. Also ich weiß nicht, das ist irgendeine spezielle Edition, ob die jetzt, ich denke mal, dass die jetzt ja gerade rausgekommen ist. Schön finde ich auch diesen Pinsel. Einmal so Schaumstoffapplikator und einmal hier so ein kleines süßes, ja, Lidschattenpinselchen, kann ich mir gut vorstellen, ein paar feinere Arbeiten mitzumachen. Und diese Manhattan-Palette hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 wunderschöne Farben, wie ich finde. So, ja. Was natürlich heraussticht, ist das knallige Blau. Ich war noch nicht mit meinen Fingern drin. Es sind wohl, das Blau ist, glaube ich, ohne Schimmer. Also ihr seht, diese hier, die schimmern ganz schön. Ich gehe jetzt zuerst mal in das Weiß. War kurz drin. Ich glaube, das ist nicht... Doch, das könnte... Ist das matt? Semi-matt vielleicht, ja. Mit so leichtem Schimmer. Was auf jeden Fall schimmert ist... Jetzt fällt mir gleich hier der Lappen runter. Ist diese wunderschöne Bronze-Gold. Ja, Moment. Ich swatche jetzt nicht alle Farben, aber da sieht man das, ne? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe eine Softbox aufgebaut und das Ringlicht. Also die scheinen gut pigmentiert zu sein. Und jetzt will ich natürlich wissen, was mit dem Blau ist. Ich bin jetzt, also Blau trage ich jetzt nicht auf meinem ganzen Auge. Obwohl gestern hatte ich zum Beispiel, falls ich noch etwas rötlich verfärbte Lider habe, dann liegt es an dem Lidschatten, den ich gestern getragen habe. Das war einer aus einer Urban Decay Palette, aus dieser Electric. Wir hatten gestern Chor und haben ein bisschen noch Karneval gefeiert und dann habe ich mir die Augen ziemlich bunt geschminkt und da habe ich mich abends, gestern Abend natürlich abgeschminkt und dann sah ich schon, meine Augenlider ein bisschen rötlich verfärbt waren. Jetzt gucken wir mal, so ein Blau.
Wow, ja, der knallt. Ich würde sagen, der knallt, oh ja. Okay. Der erscheint matt auch eher, ne? Ich nehme jetzt mal gleich einen feuchten Lappen, weil ich sonst auch Angst habe, dass mir, ja, das zieht irgendwie immer direkt in die Haut ein, sowas, ne? Also das scheint eine tolle Palette zu sein. Entschuldigung. Da, ich weiß jetzt gleich nicht, vielleicht, ich habe noch andere Lidschatten, meine ich zumindest. Es liegt teilweise wirklich die Einkäufe schon 4, 5, 6 Wochen zurück. Deshalb werden wir gleich mal schauen, hat denn jemand von euch, obwohl diesen hier könnte ich noch swatchen, ne? Dieses schöne rötliche Bronze. Oh ja, der hat einen tollen Glow. Kein grober Glitzer. Wow, schaut mal. Der ist toll. Ja, scheint wirklich eine sehr schön gut pigmentierte Palette zu sein. Und tatsächlich, dieses Blau lässt sich nicht mal eben so gut abschminken. Das sind halt so Farben. Also auf dem Auge, ich denke mal, dieses Blau, wenn ich das heute ausprobieren sollte, dann als Akzent irgendwo oder nur als Lidstrich. Mal schauen. Oder man muss eine gute Base. Gestern hatte ich auch nur so eine leichte Eyeshadow Base. Wenn man so bunte Farben nimmt, die das Augenlid verfärben könnten, müsste man vielleicht, ja, weiß ich nicht, so ein MAC Paint Pot oder was. Keine Ahnung. Aber ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, liebe Moni. So, jetzt fange ich mal mit der, mit dem blauen Beutel an. Das ist alles Rossmann. Leider habe ich die Bons nicht mehr. Die Kassenbons, aber es ist ja nicht so schlimm. Also, ich war bei Rossmann vor 2 Tagen. Ja, am Montag. Weil ich gewusst habe, gelesen hatte, dass es da für Schwangere halt Kleidung gibt. Und dann habe ich mal, ich dachte, ich wäre früh dran gewesen, aber ja, das ist hier so ein Shirt, seht ihr? Das kann man hier noch verstellen seitlich. Ist ein normales graues Shirt mit, ich glaube, dunkelblauen Streifen. Schwangerschaftsshirt Größe M, das war das letzte. Und eigentlich habe ich auch Größe M. Sprich, müsste eigentlich passen. Hat gekostet 9,99 €. Und ja, das habe ich jetzt mitgenommen, weil das hat, meine ich, auch nur, wir gucken mal, ja, hier sieht man es schön, einen 7/8 Ärmel. Vielleicht, ich habe ja kurze Arme, vielleicht könnte bei mir auch ein ganzer Ärmel werden. Aber es ist ein schöner, dünner Stoff, das spüre ich schon. Moment, ich entwirre das mal eben. Von der Qualität her, es fasst sich schön an. Und ja, ich stehe mal auf. Ja, doch. Ich denke mal, die Ärmel hier ist bei mir dann auch ein 7/8 Ärmel eher. Ja. Also ein schlichtes Shirt mit Raffung an den Seiten kann man dann halt enger stellen. Aber meine Kugel wächst ja stetig. Also ja, fand ich einfach schön. Also, ne, falls ihr was sucht und schwanger seid. Für knapp 10 € kann man nicht meckern. Dann gab es da auch für Schwangere einen Stretch-Bustier für 6,99 €. Ne, das ist einfach hier. Das habe ich jetzt noch nicht. Es müsste passen. Also es ist Größe L. Und im Moment hat, sage ich mal, mein Busen auch, glaube ich, nochmal so ein etwas mehr Volumen bekommen. Man merkt das. Also die Brüste tun nicht weh. Also sie sind nur irgendwie schwer und ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ja eigentlich nicht viel Oberweite, aber ja, mittlerweile schon. Und das, da, wir können das ja mal, kann ich das öffnen? Hier steht drauf, nahtlos für Schwangerschaft und Stillzeit geeignet, Wickeloptik. Ja, von hinten sieht es so aus. Naja, ist ein weißes Bustier und ich werde gucken, ob es passt. Ja, und dann habe ich mir noch mitgenommen ein Schwangerschaftshemd. Das war auch das vorletzte. Für 4,99 € Größe M mit Raffung an den Seiten. Ah ja, da könnt ihr auch noch mal ziehen. Rundhalsausschnitt, angenehme Jersey-Qualität. 40 Grad waschbar. Ich kann es mal rausnehmen. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es das noch in anderen Farben gab. Ich habe das jetzt nur bei uns in Grau gesehen. Ja. Und besteht, glaube ich, aus fast 100% Baumwolle. Ich finde das gerade in der Schwangerschaft wichtig. Unterhosen, schade, die hatten keine Unterhosen. Ich bräuchte nämlich jetzt bald noch mal ein paar Schlüppis. 95% Baumwolle, 5% Elastan. Ja,
fällt schön groß aus. Ne? Hier habt ihr so eine Raffung an den Seiten. Ja, das wird passen, das wird passen. Ja, ja, schön. Genau, das haben wir noch mitgenommen. So, dann, das war es, glaube ich, mit Schwangerschaftsklamotten. Ich habe mir dann irgendwie, das erste Mal, glaube ich, habe ich mir jetzt bei Rossmann Söckchen mitgenommen, weil ich die Farbe so schön fand, dieses dunkle Bordeaux-Rot. Das sind Bambus-Wellness-Socken von Underwear für 1,99 Euro. Ich habe Schuhgröße 38, deshalb müsste das passen. Mir ist halt wichtig, dass das Bündchen, und das scheint auch so ein schönes, weiches Bündchen zu sein, dass das nicht so eng ist, weil ich nicht die dünnsten Beine habe. Ja, weicher Komfortbund steht hier. 68% aus Bambuszellstoff, ja. Söckchen halt. Mal gucken, wie die sind, wie lange die halten. Dann habe ich mir mitgenommen, ich glaube auch zum ersten Mal. Ich habe zwar noch Wattestäbchen, aber ich wollte die mal ausprobieren. Die liebe so, nicht Sophie. Ich grüße euch beide mal ganz lieb. Die liebe Luzi und die liebe Sophie. Aber die liebe Lu vom Kanal Unfug Rundfunk, die, ich meine, du hast die letztens in die Kamera gehalten von Isana, die 200 Bio-Wattestäbchen. Die haben halt kein Metall, keine Kunststoff, sondern einen, was steht hier, Watte aus 100% Bio-Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau mit umweltfreundlichem Papierschaft. Genau. Jo. Nicht in den Gehörgang oder die Nase einführen, steht hier extra. Nicht in die Toilette werfen. Ja, die werde ich mal ausprobieren. Die haben ein normales Köpfchen. Wie lassen die sich denn öffnen? Moment. Ah ja, hier unten. Also die habe ich jetzt noch nicht probiert. Ich benutze die auch nicht für die Ohren oder so, für die Nase, sondern um nach der, bei Mascara, ihr kennt mich ja, ich dipse mich ja oft an. Damit entferne ich halt Schminkfehler. Meistens. Ja. Die haben halt einen schönen Papierschaft und ja. Mal ausprobieren. Vielleicht kommen die ja gleich schon zum Einsatz. Ich lege sie mal nicht ganz so weit weg. Moment. Genau, das, was ich vielleicht ausprobieren möchte, nach links. Also ich glaube nicht, dass ich alles ausprobieren kann, aber mal schauen. Ja, das war mir auch neu. Real Techniques gab es jetzt sehr, sehr viele Pinsel bei uns beim Rossmann. Gab es vorher nicht. Und Schwämme. Und den kannte ich jetzt noch nicht. Man kennt ja diesen einen Schwamm, aber das ist einer, der hat zwei Farben. Pink und Orange. Und ich glaube, Moment, der nennt sich Dual Expert Sponge, doppelseitiger Profi-Kosmetik-Schwamm, ne, von Real Techniques. Der war jetzt auch nicht so teuer, der 4, 5 Euro, glaube ich. Der andere Schwamm ist teurer. Ne? Ich hole ihn mal raus. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute ausprobieren werde. Ich habe im Moment sehr, ich habe eben, deshalb glänze ich vielleicht auch, ein Öl benutzt, weil ich hier auf der Stirn, ich habe schon ein Peeling benutzt diese Woche, deshalb will ich nicht nochmal. Habe ich trotzdem nach dem Peeling hier so schuppige Haut. Ja, das ist so ein Schwämmchen. Die pinke Seite läuft spitz zu und die orangefarbene Seite schön flach. Das finde ich super, ne? Die flache Seite hier fürs Gesicht und das spitze Ei hier für Concealer oder so, muss man mal schauen. Wollte ich einfach mal ausprobieren, ist sehr fest. Ich würde es natürlich anfeuchten vor der Benutzung und ja. Mal schauen, ob ich es benutzen werde. Ich lege es mal nach links. Dann habe ich mir wieder nachgekauft, weil meine fast leer ist. Ja gut, sie ist noch halb voll, aber ich bin im Moment sehr begeistert, weil ich habe im Moment sehr trockene Haut auch. Ich habe die gerade eben eingecremt, aber man sieht es vielleicht. Auch ein paar Verletzungen, zum Beispiel hier. Dann platzt mir das auch gerne hier oben auf den Knöcheln auf und ja, trotz dass ich es eingecremt habe. Also bei mir hilft im Moment bei der trockenen, rissigen Haut von Sebamed die Handcreme akut mit 5% Urea. Ja, die kostet zwar ein bisschen mehr wie jetzt Isana oder Balea, aber Isana und Balea Handcremes riechen oft sehr gut, aber pflegen halt nicht, ne? Also pflegen nicht ausreichend im Moment bei dem Wetter. Ja, hier steht halt für extrem trockene und strapazierte Hände. Intensiv pflegend und schützend, kann ich bestätigen. Auch die Inhaltsstoffe sind hier in Ordnung. Ja, deshalb nachgekauft, bevor ich da auf einmal stehe und es gibt diese Handcreme nicht mehr, weil die ist schon toll. Die zieht nicht so schnell ein, aber es lohnt sich trotzdem, die zu benutzen. Und ich glaube, ich werde die auch mal... Nee, komm, jetzt mache ich gleich. Kann man jetzt hier nicht... Also die dauert ein bisschen, bis sie eingezogen ist, aber dafür pflegt sie sehr, sehr gut.
So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich mir mal diesen hier wieder nachgekauft. Ich entferne zwar mein Augen-Make-up auch sehr oft mit meinen Manna-Ölen oder mit Kokosöl, aber manchmal muss es ratzi-fatzi gehen und dann einfach Wattepad und dieses Zeug da drauf. Wer mich jetzt schon ein paar Jahre verfolgt, der weiß, früher war das mein heiliger Gral. Wird es auch jetzt noch sein, aber irgendwann habe ich es mir nicht mehr nachgekauft. Fragt mich nicht, warum. Garnier Clean and Fresh, das ist 125 Milliliter, ist nicht gerade viel. Und preislich kostet es auch 2 Euro, also fast 3 Euro. Aber ist halt für sensible Augen, wie es hier auch drauf steht. Ja? Und mir tut der sehr, sehr gut. Also der brennt nicht und entfernt das Augen-Make-up ratzifatzi. Kann ich empfehlen und wollte ich einfach mal wieder ausprobieren. Ich hoffe, er ist genauso gut wie vorher. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, dann ist dieser Beutel leer. Genau, dann habe ich bei Rossmann die Invisi Bobbles. Original, glaube ich, sind das, ne? Die Original, ja. Hier. Das sind diese hier. Und diesen Farbton hatte ich noch nicht gesehen vorher. Im DM gibt es die ja auch. Und ihr wisst, ich stehe auf solche Farben. Das sind drei Stück. Ich benutze sie sehr, sehr gerne. Auch zum Beispiel, im nassen Haar. So, das sind drei Stück. Ich zeige euch eins. Sind eher kleine, aber die sind sehr lang und weit dehnbar. Mir ist noch nie eins gerissen. Und ich fand halt die Farbe so schön, ne? Ja. Da konnte ich nicht widerstehen. Die Teile sind nicht gerade günstig. Ich weiß, aber langlebig, ne? Also, eins hatte ich mal vom DM, von der DM-Marke. Und das war mir gerissen. Von Invisi Bobbles ist mir noch nie eins gerissen. Letzte Produkt aus dem Rossmann habe ich mir einfach von Rival de Loup den Nagelkorrekturstift. Brauchte ich. Ja. Ganz einfaches Prinzip, kennt ihr ja, ne? Mit der Mine. Hier hinten drin haben wir noch drei Ersatzminen und ja, sehr günstig und praktisch. So, jetzt würde ich sagen, packe ich mal eben das, was ich nicht brauche, wieder zurück in den Beutel. Die Invisi Bobbles brauche ich nicht, dahin. Also ich weiß auch nicht, aber ich habe mich sehr gefreut über die Schwangerschaftsmode auch. Die werde ich aber jetzt erst, bevor ich es anziehe, natürlich waschen. So, und jetzt habe ich hier sind wirklich Sachen drin, bunt gemischt. Also von den letzten Wochen, 4, 5, 6 Wochen. Genau, da habe ich auch was bei Amazon bestellt. Das habe ich auch schon ausprobiert. Von Aloe Fina, wenn das die Marke sein soll, ein Aloe Vera Gel. Ich hatte früher mal Aloe Vera, ist schon ein paar Jahre her. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal, ich wollte mal wieder Aloe Vera, kann man ja vielfältig einsetzen bei Sonnenbrand, einfach so bei trockener Haut und fürs Gesicht und ja. Und ich meine, der Geruch ist ein bisschen gewöhnheitsbedürftig, ne? Das könnte sein, wer empfindlich ist, der rümpft die Nase, wenn er das erste Mal riecht, aber ich stehe auf Aloe Vera. Haben wir einmal das Gel und von der gleichen Firma halt, wie gesagt, habe ich mir bei Rossmann bestellt, das Gel und das Spray. Fünffache Kraft, genau. Und das sind 200 ml. Puh. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch die Seiten. Dann könnt ihr da schauen. Das ist eine große Pulle, 200 ml. Glasflasche mit Pumpspender. Und ja, das ist halt eine super Feuchtigkeitsbombe einfach. Ne? Genau, hier steht jetzt hinten noch allerhand drauf. Es handelt sich um eine reine fettfreie Feuchtigkeitspflege für alle Hauttypen. Hergestellt wird das Gel aus kontrolliert biologisch angebauten Aloe Barbadensis Juice. Das fünffach konzentrierte Gel wird schonend aus dem Blatt der Aloe Vera gewonnen. Unser Produkt ist konservierungsmittelfrei und zudem frei von künstlichen Duft- und Farbstoffen. Aufgrund der hohen Qualität unseres Rohstoffes ist das Aloe Vera Gel weniger geruchsintensiv. Okay. Ja, und da hat man erstmal was von. Ich würde es jetzt gleich, wenn ich fertig bin mit dem Videodrehen, in den Kühlschrank stellen. Gerade im Sommer, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Sonnenbrand oder irgendwie überhitzt ist, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Ist noch verschlossen. Ups. Ja, ich glaube, ich habe bisher nur das Spray verwendet und das Gel noch nicht. Oh ja, kommt sofort raus, schaut mal. Eine Gelee-mäßig, aber dennoch recht flüssiges, farbloses Gel. Ja, und das hat diesen typischen Aloe Vera-Duft. Ich mag den. Also, ja, ich nehme das jetzt mal für meine Hände. Ihr habt gesehen, das war ein Pumpstoß, war jetzt auch nicht wenig.
Und jetzt fängt es an einzuziehen. Also es ist wirklich eine Sache, die sehr schnell einzieht. Und man meint, oh Gott, das gibt mir überhaupt keine Pflege. Das stimmt aber nicht. Also ich finde Aloe Vera sehr, sehr feuchtigkeitsspendend und es hinterlässt halt keinen Fettfilm. Ja, hat halt so leicht diesen Aloe Vera-Duft. Aber ich wollte mal wieder ein bisschen mit Aloe Vera, wie gesagt, das kommt gleich in den Kühlschrank. Das einfach verwenden. Ja, und jetzt von der gleichen Firma habe ich hier das Spray für die tägliche. Also das Gel würde ich tatsächlich auch für den ganzen Körper kannst du das verwenden, weil das so viel ist. Auch fürs Gesicht. Das Spray habe ich mir schon ins Gesicht gesprüht. Hier steht drauf, das Aloe Vera Spray ist optimal für die tägliche Anwendung geeignet. Da es sich um ein hochwertiges und vollkommen natürliches Produkt handelt, kann das Spray bedenkenlos auf dem ganzen Körper sowie im Gesicht angewendet werden. Sprühen Sie einfach die gewünschte Menge auf das entsprechende Körperareal auf. Ein weiteres Verreiben des Aloe-Saftes auf der Haut ist nicht notwendig. Schon nach wenigen Sekunden ist das Aloe-Spray eingezogen, ohne einen unangenehmen Film auf der Haut zu hinterlassen. Der feine Sprühnebel unseres Aloe Vera Sprays hinterlässt ein kühles und belebtes Hautgefühl. Also es kühlt so schon an sich jetzt bei Zimmertemperatur, aber wenn ihr das in den Kühlschrank packt im Sommer, noch viel, viel mehr. Ja, und hier steht noch, dass das Spray für die ideale Ergänzung für die tägliche Hautpflege ist, ne? Ja, und das habe ich, wie gesagt, schon ein, zwei Mal verwendet. Kommt mit 125 ml, auch in einer Glasflasche mit einem Sprühkopf. Und ja, ich habe zwar jetzt schon Pflege im Gesicht, aber schütteln, glaube ich, muss man es nicht vor, oder? Nochmal eben kurz lesen. Nö. Sehe ich jetzt nicht. Ich sprühe mal. Das riecht etwas strenger nach Aloe Vera. Okay, man soll es nicht. Also es ist ein schöner, feiner Sprühnebel. Also ich glaube nicht, dass man das nehmen sollte zum Make-up fixieren, aber so jetzt als Pflege, sehr erfrischend. Und halt gut für die Haut zum Feuchtigkeitsspenden. Also man hat auch eine ordentliche Portion drin und ja, ich versuche dran zu denken, dass ich es euch verlinke, ne? Genau, bei Amazon geshoppt. So, dann, was haben wir hier? Ich greife jetzt einfach rein, ne? Das ist jetzt bunt gemischt. Eine Peel-off-Maske mit schwarzen Algen von Montagne Jeunesse. Ja, ich muss unbedingt jetzt. Peel-off-Maske ist super. Ich glaube, die werde ich am Wochenende machen. Wie gesagt, ich habe hier noch ein paar Hautschüppchen. Porentief reinigen, schnell und einfach abzulösen. Ja. Ich muss unbedingt. Ich weiß, mein Maskenprojekt wartet auf mich. Und Lidschattenlotto habe ich mir auch schwer vorgenommen. Ja, hier drin sind gepresste Sanddornbeeren, geerntete schwarze Algen und gemahlenes Meersalz. Die habe ich gekauft, da war ich mit Olaf im Müller. Ja, dann irgendwann, das liegt schon länger zurück, 2 Wochen mindestens. Seht ihr, wie das schön holographisch hier schimmert? Von der neueren Marke, die eingezogen ist im DM Love, ist das ein neues Produkt. Auch die haben ihr Sortiment, das ist sogar noch eingeschweißt. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich will das ja immer mit euch zusammen machen. Genau. Und ich glaube, ich habe vergessen, mir was zu trinken hier hinzustellen. Ich merke gerade, ja, ich brauche jetzt eh eine Schere oder Messer, weil ich habe das ein bisschen unpraktisch gerade abgezogen. Ich muss mir was zu trinken holen. Kaffee hatte ich schon. Vielleicht ein Wasser einfach oder ein Tee. So. Ah. Also das war nicht, das waren, glaube ich, 14 €. Entweder zwischen 12 und 14 €. Die Firma, die Marke ist nicht gerade günstig, aber sie hat sehr schöne Produkte. Das ist die Eye Face and Body Holographic Highlighter Palette, wenn man das da lesen kann. Und ja, hat 3 Farben. Ich mache die jetzt mal offen. Warum geht die nicht offen? Ach, weil hier immer noch Folie drumrum ist. Noch ein Fitzel. 6 g sind enthalten. So, wir haben hier einen Hubballa-Spiegel, der ist noch abgeklebt. Und hier die wunderschönen. Ja, die kommen jetzt natürlich, wartet mal, doch jetzt so langsam. Holographischen Highlighter, ne? Also, wir haben einmal Iridescent Pink, das ist der hier. Dann haben wir Opalescent Green. Ist da in der Mitte, der ist halt grünlich. Und Peach Prism. Ja, ich gehe jetzt erstmal in Pink rein, in diesen hier.
Und ja, ist immer schwierig, sowas einzufangen, aber vielleicht könnt ihr diesen pinken Glow erkennen. Ja. Ja, also die haben einen schönen Schimmer. Ich sehe jetzt keinen groben Glitzer. Und ihr wisst, ich liebe Highlighter, ne? Genau. Deshalb die Palette. Und ich hatte sie bei irgendjemanden schon im Video gesehen und war fasziniert. Jetzt gehen wir in die Mitte, in diesen grünlichen. Ja, und der hat das gleiche Finish und auch, ja, man sieht es, ne? Also da muss man gucken, ne, als Highlighter. Vorsichtig natürlich, jetzt nicht so fett mit dem Finger hier, sondern mit dem Pinsel. Aber warum nicht, ne? Oder auch fürs Auge, für den zum Highlighten. Ja, und jetzt haben wir noch so einen leicht peachigen, Peach Prism. Okay. Ja, aber ich finde, der schimmert auch ein bisschen pink, so ein bisschen wie der erste. Wir wollen mal gucken. Obwohl, jetzt könnt ihr das vielleicht schön sehen. Ja, der pinke hier ist etwas, hat so einen bläulichen Unterton, seht ihr? Der ist etwas kühler. Also man kann, glaube ich, die Farben ganz gut erkennen. Und der hier geht wirklich ein bisschen mehr so ins warme Peach. Ja, also die Palette, ich glaube, dafür misste ich drei Highlighter aus. Ich will nämlich ein bisschen auch ausmisten. Ich bin ja, mein Sammlerherz wird bluten. Wenn ihr wollt, nehme ich euch mit. Auch bei meinen Blushes will ich trotzdem mal ein bisschen ausmisten. Aber diese Palette, die probieren wir gleich aus. Jo. So, dann greife ich rein. Was haben wir hier? Oh ja, das war auch im Müller, wo ich mit Olaf im Müller war. Das ist von Catrice ein neues Produkt, die Artist Eyeshadow Professional Palette. Ich glaube, die gibt es nur im Müller, ne? Leider. Ich finde das so, so blöd. Ich finde, das sollten die wirklich ändern, dass es im DM genau die gleiche Theke gibt wie im Müller. Auch mit den gleichen, mit der gleichen Anzahl an Produkten. Ich finde das total blöd, weil ich muss fast eine Stunde Auto fahren, um in Müller zu kommen, ja? Naja. So, das ist die 010 The Key Piece. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Paletten. Ob es überhaupt da noch? Ich glaube, da gab es nur diese eine. Und ihr seht, das sind insgesamt viele Lidschatten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 mal 4 sind 16, glaube ich, ne? Und dann haben wir hier diese wunderschönen Nude, aber auch bärigen Farben. Matte wie auch schimmrige, aber ich glaube kein grober Glitzer, ne? Wunderschön. Ich gehe mal. Also ich finde das auch klasse, weil wir haben hier zum Beispiel einen zum Verblenden oder zum Augenlid vorbereiten. Ich gehe jetzt das erste Mal rein. Ja, sind sehr, sehr pudrig. So, ich nehme jetzt erstmal, dann gehe ich noch in dieses dunkle Braun. Das sind alles wohl matte Lidschatten. Ja, das Braun sieht man jetzt am besten, ne? Schönes Kaffeebraun und auch die hellen Hauttöne hier kann man doch gut erkennen. Erster Eindruck ist, was der Fingerswatch sagt, sehr gut pigmentiert auf dem Auge. Ja, also die würde ich gleich auch gerne probieren. Wie gesagt, wir müssen gucken, ne? Ich gehe da mal in diesen rötlichen. Der ist auch matt. Aber der hier ist schön. Schaut mal, das ist so ein Peach mit Gold. Da gehe ich jetzt mal rein. Oh ja. Sehr schön. Einmal kurz geswatcht und ich hoffe, man kann es erkennen. Die Kamera. Ja, also es ist vom Swatch her, also der schimmert richtig schön golden. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ist vom Swatch schon beeindruckend, doch. Ja, bin begeistert. Also wunderschöne Farben. Auch dieses Olivgrün finde ich schön. Ach, Olivgrün und ich latsche in das Braun. Das ist mit der Kamera noch ein bisschen schwierig. Ein Olivgrün swatche ich euch noch. Dann haben wir hier noch einen Hautton, der aber auch, ihr seht es, glänzend ist. Und der letzte, den ich euch swatche aus dieser Palette, da gehen wir mal ja doch in dieses Bronze, in dieses schimmrige Bronzebraun. Jo. Ne, da kann man das schön erkennen, dass die halt jetzt nicht matt sind, sondern schon schön leuchten, aber kein grober Glitzer. Also das ist eine Palette für Anfänger, würde ich sagen, wirklich. Für wenn ihr gerade anfangt, euch zu schminken, ne, und das nicht so doll haben wollt, gerade für die Schule, ist das eine schöne Palette. Dann nehmt einfach nur nudige Töne, vielleicht hier dieses helle Braun. Fertig.
Aber man kann, es ist jetzt kein Schwarz drin. Ne? So, das Dunkelste ist eigentlich dieses Braun hier. Ne? Aber wie gesagt, für Schminkanfänger und so für die Reise optimal. Ja, dann, was haben wir dann noch? Ah ja, ich greife einfach rein und habe, ja, den habe ich mir schon mal gegönnt und habe den dann irgendwann weitergegeben. Aber ich möchte ihm noch mal eine zweite Chance geben. Von Alverde spreche ich von dem Duo. Das ist, einmal haben wir hier einen Concealer und deshalb hatte ich den damals abgegeben, weil der bei mir, der Concealer, der hat nicht concealed, der hat einfach nur sich voll in die Falten abgesetzt. Was ich unbedingt wieder haben wollte, weil ich davon damals so begeistert war, war der Wake-up-Effekt, dieses Serum hier auf der Seite. Ja, das ist ein super Produkt von Alverde. Kühlt und erfrischt, sanft auftragen, kurz einziehen lassen. Das ist mit so einer schönen Metallkugel. Ich kann das ja jetzt mal machen, ich habe ja mich noch nicht geschminkt. Das ist so kühlt, schon bei Zimmertemperatur, ja. Das tut so gut, ich liebe sowas. Ja, riecht so ein bisschen typisch nach Alverde, aber nicht penetrant. Und dann kann man das noch einklopfen. Und gerade wenn man jetzt, so wie ich jetzt schon ein Alter erreicht hat, sage ich mal, wo langsam die ersten Fältchen kommen. Ja, und dieses hier, da muss ich gucken halt. Das ist so ein Eye Brightener, kaschiert Augenringe für einen strahlend wachen Blick. Das ist halt so eine schöne Roséfarbe, kommt eigentlich mit einem coolen Applikator. Ich habe es letztens für mich ausprobiert. Man muss, also hier für meine Augenringe nur, es setzt sich aber, weiß nicht, ne, hier sieht man es jetzt gar nicht so. Es hält schön auf, ne? Ja, vielleicht probiere ich es, wenn ich dran denke. Aber es setzt sich, wenn man, ja, schon so in die Linien, sag ich mal. Aber dieses Teil ist göttlich, ja. Naja, gut, wir werden sehen. Aber an sich ein schöner, vielleicht klappt das ja auch mit dem Eichen hier gleich, mal gucken. Dann, nee, wartet mal, da kommt gleich noch was. Ah ja, dann hatte ich, boah, das ist jetzt bestimmt schon 6 Wochen her, 5, 6 Wochen. Ich hatte mal eine Douglas-Bestellung, weil ich ein Geschenk brauchte und habe mir dann von Zoeva, das erste Mal von Zoeva, einen Lacker, einen Lip-Lacker mitbestellt. Das ist die Farbe Sensual Curve, wenn man das lesen kann. Ja. Ja. Das ist eine Farbe, die knallt. Bei Douglas ist es ja so, bei Douglas ist es oft so, die anhand der Testmuster, sage ich mal, wenn ihr die Farbe seht, verfälscht das sehr oft, stimmt nicht mit überein. Ich hatte den etwas heller in Erinnerung, nicht so knallig dunkel. Ja, kommt so daher, in einer schlichten Verpackung. Sensual Curve, ja. Ich hatte den schon auf den Lippen. Man muss irgendwie die Lippen umranden. Das hängt auch ziemlich viel Produkt an dem Pinsel, seht ihr? Der ist so leicht abgeschrägt. So, und das ist mein Swatch. Ja, das ist von der Farbe her, ich dachte wirklich, es wäre etwas heller. Ein Rotbraun, würde ich sagen. Ein tiefes Rotbraun. Schaut mal. Ja. Der hat auch nicht so lange gehalten. Ich hatte den auf meinen Lippen. Ich habe getrunken. Ich habe, glaube ich, ein Brötchen gegessen. Und dann war er schon ein bisschen weg wieder. Oder ich habe ihn vielleicht auch nicht so gut ein. Also ich habe ihn erst einmal verwendet und mit Liplackern bin ich noch nicht so geübt. Okay, aber Farbe ist nicht schlecht, ne? Aber ich mache den jetzt wieder weg, weil zieht aber schon ein, seht ihr? Also er hält, denke ich mal, es gibt Liplacker, die länger halten. Aber gut, jo. Schauen wir mal. Genau, dann habe ich mir zwei... im Moment bin ich auf dem Lip-Produkte-Lip-Lacker-Trip von Catrice. Da weiß ich jetzt nicht, ob es die in der kleinen Theke, in der normalen Theke gibt. Die habe ich auch im DM gekauft. Die heißen Pure Pigments Lip-Lacker. So, ziemlich schmale Verpackung. Es ist die Farbe Rosy's Peony, also die 020. Hier steht drauf, hochpigmentierter flüssiger Lippenstift mit einem intensiv glänzenden Finish. Die wasserfeste, nicht klebende Textur sorgt für ein angenehmes Tragegefühl
ohne sich in den Lippenfältchen abzusetzen. Ich habe diesen hier getragen und ich muss sagen, wasserfest ist anders. Also auch der war nach dem, das Trinken hat es überstanden, aber nach dem Essen war der schon ziemlich weit abgenudelt auf meinen Lippen. Jo. Also der ist schon hochpigmentiert, das stimmt. Und ich finde die Farbe auch schön, jetzt auch fürs Frühjahr, ne? Aber wie gesagt, der hat nicht so lang gehalten. Ich weiß nicht, ich werde jetzt nicht alles auf meinen Lippen, es kommt gleich noch, ich weiß auch nicht, bei Lippenprodukten bin ich im Moment ein bisschen ausgerastet, die letzten Wochen. Mal gucken, welchen ich gleich ausprobieren werde. Ja, und dann habe ich mir noch eine etwas gewagtere Farbe, aber eine sehr schöne Farbe, ein dunkles Lila. Das ist It's Wine O'Clock, die 050. Ups, da habe ich Olaf unter die Nase gehalten. Ich sage, Schatz, guck mal. Ja, er hat gesagt, schöne Farbe. die sind schon gut deckend, aber ja. Das ist halt so ein dunkles Lila. Ne? Vielleicht versuche ich den auch gleich mal. Riechen angenehm nach Vanille. Der von zu Eva weiß ich jetzt nicht. War aber auch nicht unangenehm. Aber die haben einen sehr angenehmen Duft. Gibt schöne Farben, aber für mich nicht, war eigentlich, ja eigentlich der jetzt, den werde ich auch nicht so oft tragen, aber dieses schöne Rosé hier, doch. Mal gucken, was gleich auf meinen Lippen landen wird. Jetzt nehme ich erst nochmal den Lappen hier und putze das weg, weil sonst habe ich es gleich irgendwo anders kleben. So, ja, weiter geht's, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee geholt oder so. Ein Produkt, das gibt es, meine ich, aber auch in der normalen Theke, weil das, meine ich, habe ich auch im DM gekauft. Ein neues Produkt, die 010 Light Beige, ich glaube den hellsten. Es gab, glaube ich, drei verschiedene Farben. Das ist ein HD Liquid Coverage Precision Concealer, also ein Präzisionsconcealer, weil er ein super dünnes Pinselchen hat. Das Pinselchen besteht, ist nicht so sehr beweglich, ist, glaube ich, so ein Gummidingen. Ja. Und damit kann man dann zum Beispiel, wenn man jetzt ganz exakt hier vielleicht die Augenbrauen noch betonen will oder halt, ja, so kleine Stellen halt. Ich weiß jetzt auch noch nicht genau, was ich damit vorhabe, aber ich wollte es mal ausprobieren. Ist eine schöne helle Farbe. Ich meine, das wäre jetzt der hellste Ton gewesen. Ja, ist ein schönes Beige. Ist aber kein abdeckendes Ding. Was steht denn hier? Langanhaltend flüssige Abdeckcreme. Also ich habe es mir gerade hier bei dieses kleine Pigmentfleckchen hier gegeben. Es ist jetzt nichts Hochabdeckendes. Mal gucken. Ob ich es heute verwende, mal schauen. Ob man es braucht, ist sei dahingestellt. Ja, dann von der Marke Love gibt es... Ich habe aktuell noch die alte Version, den Schnelltrocknungstopper. Und jetzt haben wir hier den Quick and Dry 2-in-1 Base Top Coat, ja? Also der, oh, das kann man glaube ich nicht lesen, oder? Ist neu ersetzt worden jetzt zu dem alten, den ich habe. Ein Unter- und Überlack. Und der soll halt auch Quick Dry, also schnelltrocknend sein. Den habe ich noch nicht ausprobiert, aber der kommt dann als nächstes dran. Was haben wir noch? Ja, zurück zum Müller. Da habe ich mir mal zwei Hildegard Braukmann Masken gegönnt. Die gibt es ja so, glaube ich, im DM Rossmann nicht. Aber ich mag Hildegard Braukmann eigentlich. Sanddorn Orange, das ist eine Verwöhnmaske. Ihr wisst vielleicht, Sanddorn mag ich sehr gerne. Das sind zwei Anwendungen. Alle Hauttypen, sehr gut für gestresste, feuchtigkeitsarme Haut. Mit dem süßen Duft von süßem Orangenöl und harmonisiert und beruhigt. Sanddornlipide, Pfirsichkernöl. Wie lange musst du einwirken? 5 bis 10 Minuten, okay. Probieren wir aus. Und dann habe ich, da gab es verschiedene Sorten. Nicht nur die beiden, aber die fand ich am interessantesten. Das ist die Emosi Erfrischungsmaske. Genau, eine Erfrischungsmaske. Feuchtigkeitsspendend, Muntermacher für einen vitalen, strahlenden Ton mit Biohyaluron, Menthol und Efeu-Extrakt. Okay. Jo, dann habe ich mir, genau, auch das, ich glaube, das habe ich euch das irgendwo gezeigt. Ja, ich habe doch letztens öfters mal, muss ich auch mal wieder machen, auf Instagram einen Live-Chat quasi gestartet. Und da habe ich euch das gezeigt. Hier, wenn man das so hin und her bewegt, dann knuddeln die Häschen. Das musste einfach sein. Das ist von Essence, die Would You Love Me? Vielleicht könnt ihr die noch bekommen.
die liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Die 01 From the Forest with Love Eyeshadow Highlighter Palette. Highlighter Palette, naja, vielleicht den goldenen. Es sind ziemlich große Fännchen, was ich eigentlich begrüße. Und ihr seht, das ist nicht matt, das schimmert alles. Das sind zwei Wunder, die kann ich euch mal eben swatchen. Ich war selber, es gab Tester. So, das sind die ersten beiden. Ein helles Grün und ein, oh, das hat dieses helle Grün, schaut mal, es hat so einen Goldschimmer. Das ist dieses dunkle Moosgrün. Wow! Mal eben feuchten Lappen, die Finger wieder sauber machen. Ja, und hier in der Mitte haben wir so ein Gold. Vielleicht den könnte man höchstens als Highlighter verwenden. Das mache ich mal unter dem. Ja, den könnte man als Highlighter verwenden. Hier. Der goldfarbene. Dann haben wir noch ein helleres Braun und ein dunkleres Braun. Da ist aber ein bisschen grober Glitzer drin. Hier in dem dunklen Braun. Ja. Okay. Erstmal das hellere Braun und das dunklere Braun. So, hier unten. Aber so vom Finish her, ne? Ist eigentlich, finde ich, so eine Herbstpalette eher. Okay, ich trage ja gerne Grüntöne auch, ne? Ja, aber süß mit den Häschen, ne? Ja, was, also jetzt haben wir schon drei neue Eyeshadow-Paletten. Mal gucken, ich glaube, da kommt gleich noch eine, ich bin mir nicht sicher. So, ah ja, wartet mal, da habe ich, glaube ich, ne. Ich habe mir, das ist eine leere Hülle, aus der neuen Catrice Limited Edition Blush Flush, also diese reine Blushes, da gab es ja nur Blushes und halt diese Pinsel und Blushes in verschiedenen Konsistenzen. Moment, wo ist jetzt der Pinsel? Der ist irgendwie rausgeflogen, da ist die Palette, ja. Der Pinsel sah nämlich sehr interessant aus. For Cream, for Powder, genau. Wir haben hier den Catrice Pinsel. Schöner langer Griff mit goldenem Schaft. Und dann haben wir einmal eine helle Pinselseite und eine dunkle. Von oben so. Ja, und hier steht halt extra drauf, hier die dunkle Seite, kann man das lesen, für Puder. Ne? Und wenn man es rumdreht, haben wir hier für cremige Produkte. Habe ich ja auch ein, zwei Blushes. Werde ich mal ausprobieren, obwohl ich die Fläche für Blush ziemlich klein finde, weil ihr wisst, ich blushe gerne. Nehme ich überhaupt noch auf? Ich muss ein bisschen drauf achten, weil die Speicherkarte, ich glaube, ich habe mich gelöscht. Was? Wird wohl. Ja, der Pinsel musste mit, fand ich sehr interessant. Und dann habe ich mir halt noch diese Palette mitgenommen. Die hat auch dieses, ne, bisschen Holo-Kipp-Muster. Es gab zwei Sorten. Ich habe jetzt mal einmal so eine pinke Palette und ich habe jetzt die 01 Blurred Orange. Spiegel ist noch abgeklebt und das ist halt so ein Blush, da war ich schon mal mit dem Finger drin, mit so einem Farbverlauf. Hier, ne? Also wir haben hier so einen ganz hellen Ton und das geht dann, aber ich mische das auch gleich, wenn ich es verwende. Sehr, sehr krümelig. Die liebe Sophie vom Kanal Mrs. Muffin Make-up, ich grüße dich ganz lieb, hat letztens in ihrem letzten Video, glaube ich, in dem Schminki, da hat sie auch die Paletten gezeigt und auch gesagt, Vorsicht, sehr, sehr krümelig. So, das ist jetzt ein fetter Swatch, also es ist wirklich ein schönes, leichtes Peach-Orange mit etwas Glow. Ja, aber aufpassen, die krümeln wirklich die Paletten. Jo. Da ich nämlich bärige, dunklere, rötliche Blushes mehr besitze, wollte ich unbedingt halt jetzt nur eins. Und halt meine Farbe, die ich nicht so häufig besitze in meiner Sammlung, ist Orange. Ja, und dann aus der süßen Would You Love Me LE durfte natürlich das Schätzchen auch nicht fehlen. Die Highlighter und Blush Palette. Total süß aufgemacht. My Heart is Yours. Ja, da haben wir hier oben einen goldenen Highlighter. Ja, der ist schon so ein bisschen krümelig. Ist jetzt, obwohl, ja, doch geht. Hat jetzt, ist vielleicht jetzt nicht der beste Highlighter vom Finish, obwohl es geht eigentlich, ne? Ne, so schlecht ist er gar nicht. Und dann hier mit der Herzchenstanzung ein helles Blush. Jetzt perfekt für einen hoffentlich bald kommenden Frühling. Auch schön. Der erscheint aber eher matt. Ja, genau, das haben wir uns noch gegönnt. Ihr seht, viel Dekoratives aus den letzten Wochen.
Dann kam er jetzt, da könntet ihr noch drankommen. Ich wollte eigentlich auch den Bronzer haben, der war schon ausverkauft. Die aktuelle Rivaldo Loop Young LE, Chocolate Lovers. Da habe ich mir jetzt auch noch eine Eyeshadow-Palette, aber die war günstig, knapp über 3 Euro. Leider riecht sie nicht nach Schokolade. 10 Lidschatten. Huch, da ist noch die Folie drauf. Das sind schöne, schimmrige, aber ich glaube auch, Moment, 2 Matte habe ich hier. Ja, hier die beiden. Da gehe ich jetzt mal rein in Sand und in Brick. Oh ja, die krümmeln auch, aber schaut mal. Also nicht, oh, die sind aber ganz schön gut pigmentiert. Also die sind matt. Das sind die Matten, wo ich würde sagen, ja, ich würde sagen, die sind matt. Dann gehen wir mal in den in Nude, in den ganz hellen. Ich denke, die Palette werden sich viele zugelegt haben, weil sie so günstig ist. Und wenn du die mit in den Urlaub nimmst und die verschwindet oder geht kaputt, ist nicht ganz so tragisch, weil die nicht so teuer war. Dann haben wir hier Schoko, einen schönen Schokoton. Ja. Also ich würde sagen, Pigmentierung, holla die Waldfee. Ja, hier haben wir den hellen, der sehr schöne, also sehr schönes Finish. Da sieht man halt den Unterschied gut, ne? Matt und schimmrig. Sehr, sehr schön. Ich putze mir das mal eben sauber. Also eine wunderschöne Palette, wirklich. Ich bin begeistert. Wer hat sie sich auch mitgenommen? Ja, und dann halt, ja. Hätte jetzt nicht sein müssen, aber die Aufmachung und Reispuder, so ein helles Puder geht immer, habe ich mir halt dieses helle Puder mitgenommen. Hier steht drauf, Reispulver ist das Geheimnis der schönen asiatischen Frauen, die die hervorragenden Eigenschaften des Puders schätzen. Eingesetzt als transparentes Make-up-Fixierer hält es bis zu 16 Stunden und gibt der Haut einen matten, langanhaltenden Effekt. Okay, hier ist noch der Klebestreifen. Ja, und das ist dann halt so, so leicht gewölbt, dass ich mal das erkennen kann. Riecht jetzt auch nicht. Ja, ist einfach, oh ja, ist aber schon ziemlich weiß, ne? Soll ich da gleich mal mit meinem Gesicht abpudern? Das mache ich gleich mal. Ja, genau, da gab es noch Lipglosse, die unheimlich lecker, 2 verschiedene Farben in so Nude-Brauntönen, die unheimlich lecker nach Schokolade geduftet haben, aber ich dachte mir, ich trage Lipgloss im Moment halt nicht viel. Ne? Das hätte sich nicht gelohnt. Das hier habe ich auch schon etwas länger in meinem Besitz. Habe ich euch im Instagram Live-Chat auch gezeigt. Da bin ich sehr gespannt. Das ist von Love auch ein neues Produkt. Aura Glow Primer. Da gab es einen Tester und da war ich doch sehr angetan. Also ein neuer Primer. Was steht denn hier? Die Haut wird besser mit Feuchtigkeit versorgt. Die Haut fühlt sich intensiv gepflegt an. Die Haut ist weicher, die Haut ist straffer. Der Aura Glow Primer hat einen tönperfektionierenden Effekt. Jo. Mach jetzt, ist das hier noch zu. Moment. Wir wollen es auch gleich ausprobieren. Eine sehr schöne Glasflasche. Jo, Antifalten, Anti-Umwelteinflüsse steht hier drauf. Antifalten, Anti-Umwelt, also etwas für reifere Häutchen. 30 Milliliter mit Lichtschutzfaktor 15, kommt mit so einem Pumpkopf. Das pumpe ich, ah, da kommt schon was, ja. Das ist so leicht Haut-Rosé getönt. Jetzt gucken wir mal. Duftet etwas cremig, aber nicht penetrant irgendwie nach Rose oder so. So, hier habe ich das jetzt aufgetragen. Ich glaube, man sieht es, ja. So hier, so ein leichter Glow. Schön. Werde ich gleich ausprobieren. Einfach auf die Haut und dann vielleicht nur mit dem Puder. Mal gucken. Weil ich meine, gelesen zu haben, dass man das auch einfach als Base alleine tragen kann. Aber das jetzt hier auf die Schnelle zu finden. Antifalten, Anti-Umwelteinflüsse, Antioxidation. Verhindert Schäden durch freie Radikale. Schützt die Haut wie ein Schutzschild. Okay. Mal gucken. Jetzt muss ich gleich einmal mich bücken und irgendwie hier den... Die Kappe ist mir gerade flöten gegangen. So, was haben wir denn noch? Dann habe ich... Nee, das habe ich... das habe ich euch doch gezeigt, ne? Von Santé, das liegt mindestens... Oh, das habe ich mir im November oder Dezember gekauft, im Müller damals.
Von Santé ist das nämlich eine doch recht gute Foundation in der Farbe 02 mit sehr guten Inhaltsstoffen. Da gucke ich ja auch jetzt so gerade, was Foundation angeht. Ja, das ist eine zartes Creme-Make-up mit Mineralien. Kommt in so einer Plastiktube und habe ich schon ein, zweimal ausprobiert. Huch! Jetzt ist da gerade so ein dicker Fetzen rausgekommen. Ist von der Konsistenz jetzt eher dickcremig. Jetzt hätte ich fast gesagt dickbauchig. Dickcremig, dickbauchig bin ich. Ja, und passt auch vom Farbton. Hat einen unheimlich tollen naturkosmetischen Duft. Und hat sich gut verteilen lassen. Habe ich damals mit dem Schwämmchen aufgetragen. Hat aber auch die Schüppchen. Also wenn man jetzt, so wie ich im Moment, hier so schuppige Haut hat, betont es das. Aber gut, das macht eigentlich fast jedes Make-up, ne? Aber als veganes Produkt und hier Naturkosmetik ist das wirklich eine Geschichte auch, die ich begrüße. Vielleicht mache ich das gleich auch, dass ich diesen neuen Primer ausprobiere, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich euch schon die Santé Foundation gezeigt habe. Bin mir nicht sicher. Weiß jetzt auch gar nicht, warum ich die hier drin habe. Ich muss immer wieder gucken, ob die Kamera noch läuft. Das wird, wie gesagt, ein längeres Video. So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich noch von Catrice, waren das nicht zwei? Moment. Einen Moment. Ja. So. Da gibt es, ich meine, alle auch, also die habe ich im Müller gekauft, aber ich habe ja den hellen schon davon. Da gibt es noch so einen weißlichen. Das sind Liquid Liner. Ne? Und ich mag ja solche flüssigen Liquid Liner aus der Rock Couture von Catrice, also neue Produkte. Und ich habe mir beide mitgenommen, einmal dieses Bronze mit Glitzer und einmal dieses tolle Blau. Ich finde die Aufmachung auch schön. Der blaue heißt Blue Led for my Valentine, die 020. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Den hellen habe ich schon ausprobiert, ja. Und dann sieht man, der hat so ein paar Glitzerlichtpunkte natürlich da drin, aber ist sehr schön deckend. Finde ich toll, dass der so gut die Farbe abgibt. Das Pinselchen ist recht dünn. So, und dann haben wir hier den hellen ganzen Rose Gold steht hier. Die 030, also ein Rosé Gold. Ja. Genau. Der halt auch, ich glaube, da wirken die Schimmerpartikel krasser, oder das täuscht, ich weiß es nicht. War auch eine sehr schöne Farbe. Ja, irgendeinen werde ich gleich ausprobieren, vielleicht das Blau, mal gucken. Oh Gott, was ich alles ausprobieren will. Dann zurück in den Müller. Da habe ich mir, das hatte ich schon mal vor ein paar Wochen, habe ich dann aufgebraucht. Und ich liebe dieses Rosenwasser von Melvita. Ich glaube, das kommt aus Frankreich. Die Verkäuferin hat mir nämlich, ich habe gefragt nach dem Rosenwasser, weil ich es nicht gefunden habe. Und da hat die Verkäuferin gemeint, sie findet das selbst auch ganz toll. Ich meine, das käme aus Frankreich. Ist ein tolles Rosenwasser, was können wir ja mal, was ich morgens wie abends zwischendurch verwende, immer. Ich liebe Rosenwasser, ich habe das ja auch von Alverde. Und noch ein bisschen von der türkischen, dieses türkische Rosenwasser. Aber ich finde, es gibt Unterschiede. Und das ist mein heiliger Gral, was Rosenwasser angeht. Ich glaube, diese Sprühflasche mit 200 Milliliter hat 14 Euro gekostet, meine ich. Aber es lohnt sich wirklich. Ja, das hier habe ich mir bei der Douglas-Bestellung, als ich den Zoeva Liquid Liner bestellt habe. Es haben so viele mich jetzt angefixt damit. Glam Glow Glow Setter. Ziemlich teures Produkt mit fast über 20 Euro, meine ich. Ja, aber ich war irgendwie angefixt. Das ist ein Setting Spray, Make-up Setting Spray, was ein Glow verleihen soll. Ich habe den jetzt schon ausprobiert, bestimmt 3-4 Mal. Würde aber jetzt sofort sagen, kauft euch den nicht. So glowy ist der jetzt auch nicht und so besonders, dass man das viele Geld für ein Fixing Spray ausgeben müsste. Da gibt es in der Drogerie günstigere, die das Gleiche eigentlich machen. Es ist recht viel drin, aber ja, ich sprühe mir das jetzt mal hier auf mein Handgelenk.
sehr, sehr feiner Sprühnebel. Das finde ich allerdings gut. Aber ihr seht schon, wie feucht das wird. Der Duft ist vanillig. Ja. Der Nebel, also ich wirklich, man soll ja Abstand halten. Und da, beim ersten Mal dachte ich, da kommt gar nichts an. Man spürt das kaum, ne? Aber man soll ja nicht so nah die Düse ans Gesicht halten. Also es kommt schon was an, aber das finde ich wirklich sensationell. Und ich denke mal, ich werde auch, wenn die Flasche mal leer ist, werde ich die Flasche nicht wegwerfen, werde dann andere Sachen reinfüllen, weil der Sprühnebel ist sehr, sehr schön. So, jetzt ist es hier auch eingezogen schon, aber hier ist jetzt nicht super glow. Also wirklich nicht. Nee. Hat einen angenehmen Duft, der Sprühnebel ist toll, es fixiert sehr gut. Aber das Geld kann man sich sparen, wie ich finde. Es sei denn, ihr wollt mal diesen tollen, feinen Sprühnebel spüren. Weil das ist wirklich, der Sprühnebel ist sensationell. Aber ansonsten vom Effekt her, nö. Habe ich mir mehr von versprochen. Jo. Und diese Liquid Liner hier, die trocknen. Ich habe sie ja ziemlich fett aufgetragen. Seht ihr? Fast trocken. Aber ich mache sie mir jetzt mal eben mit dem feuchten Lappen weg. So. Also ist, glaube ich, nicht wasserfest. Ja, was haben wir uns noch mitgenommen? Ja, da habe ich vorgestanden, also bei Miss Lean im Müller gucke ich eigentlich selten. Ich weiß nicht warum, interessiert mich meistens nicht. Ja, dann stand ich da doch kurz vor und Olaf meinte dann, der sieht aber interessant aus hier. Und dann habe ich mir den mitgenommen. Ein Rainbow Highlighter aus, weiß ich nicht, heißt die LE Pretty Mermaid? Keine Ahnung. Es gab da noch andere Dinger. Ja, wie kriege ich dich denn jetzt auf? Zart schillernder Puder für einen pastelligen Glow. Was der jetzt gekostet hat, weiß ich nicht. Miss Lean ist so mittelpreislich, ne, angesiedelt. Hat aber einen süßen, süßen Spiegel. Und hier seht ihr schon das Produkt. Ja, das ist wirklich wunderschön. Diese Schuppenmuster, ne? Ja, jetzt gehe ich da mal rein mit dem Finger. Ich mische jetzt wirklich alle Farben. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ja, also es gab einen Tester, sonst hätte ich den auch nicht mitgenommen. Und der Tester hat mich doch recht gut angesprochen. Ihr seht es auch auf dem Finger. Diesen schönen Glow, schon ein bisschen metallisch, wie ich es liebe, zum Beispiel auf meiner Nase. Ja. Schönes, schönes Teil. Ja. Genau, so. Moment, ich putze mal wieder sauber. So, jetzt ist auch nicht mehr ganz so viel. Da hat mich auch jemand mit angefixt, fragt mich mal wer, das ist jetzt noch nicht ganz so lange, ich glaube das ist ungefähr eine Woche liegt das zurück. Gibt es aktuell auch noch, so extra Aufsteller von Maybelline, von irgendeiner Frau namens Gigi Hadid, kenne ich nicht, die gute. Sehr nudige Lippies, aber auch ein bisschen so die Farbe, die ich mag. Ich habe jetzt Erin, die GG11, ja, komische Bezeichnung. Schön aufgemacht und den habe ich auch einmal schon ausprobiert. Die Form ist nicht schlecht, obwohl ziemlich breit vorne, also ich muss aufpassen. Sehr, sehr cremig, hochpigmentiert und das ist wirklich, ja, nudig bis movig. Tolle Farbe. Die anderen, da gab es auch ein krasses Rot. Ich glaube bei dir, liebe Luzi vom Kanal Unfug Rundfunk, ich glaube du hast auch einen davon. Ja, und dann habe ich mir noch den Lip Liner, den passenden, mitgenommen. Mache ich eher selten. Ich trage nicht so oft Lip Liner, aber ja, den habe ich euch jetzt daneben geswatcht. Das ist wohl dann der passende. Der war direkt daneben. Ja, würde ich auch sagen. Kann man aber auch, glaube ich, sehr, sehr cremig ist der. Also ich muss aufpassen, dass der mir nicht abbricht. War auch nicht so günstig. Ich glaube, der Lippi 8 Euro und der Lip Liner 4. Ja, aber ich war hin und weg von der Farbe. So, den wische ich mir jetzt auch gleich weg. Der hält aber jetzt nicht so lange. Ich habe den einmal auf den Lippen gehabt. Da hat er vielleicht, also da habe ich, glaube ich, Kaffee oder irgendwie oder Tee getrunken. Und da war der sofort wieder, ne, weg. Aber gut, tolle Farbe. Dann, das kann ich euch noch zeigen. Genau, das habe ich auch schon ziemlich lange. Glow Like a Mermaid oder Mermaid. Dieser Highlighter aus der, den haben auch viele in die Kamera gehalten. Und ja, auch dieses Fischoptikmuster Forever Mermaid, Mermaid, ihr wisst, ich und Englisch, not so good. Auch wunderschöne Farben mit leichtem Schimmer. Und ich mische das mal. Man will es ja nicht meinen, ne? Aber es geht wirklich. Also ich würde den auch so tragen.
Der hat auch ein schönes Finish, ne? Also wenn der jetzt nur pudrig gewesen wäre, ohne diesen schönen Glow, hätte ich mir nicht mitgenommen. Aber der hat wirklich einen schönen Glow, ja. Und sieht schön aus. Wie gesagt, ich werde jetzt ein paar ältere Schätze aussortieren. Auch bei Blush und so. Paletten nehme ich mir alles mal so Stück für Stück vor. Dass ich da auch mal ein bisschen was aussortiere. So, wer hat mich damit angefixt? Ich wollte mir keinen Lippenstift von L'Oreal kaufen, weil ich die doch ziemlich teuer finde und dann auch nicht so überragend. Aber irgendwie ein, zwei haben mich so angefixt. Das sind diese neueren aus der Color Reach Rich Reihe. Ich habe jetzt die 905. Das ist einer, der hat halt einfach diese schönen Sparkle. Ne? Weiß nicht, ob die Kamera einfängt. Das ist, den habe ich schon alleine getragen, weil ich finde den alleine eigentlich am schönsten an mir. Der hat halt so Glitzerpunkte, die spürt ihr auf den Lippen aber nicht. Ne? Aber ein Wahnsinnsglow. Ja, der Duft geht auch diesmal. Ich hatte mal von L'Oreal einen Lippenstift, boah, so stark parfümiert, aber der hier geht. Genau, da gibt es auch andere schöne Farben aus dieser Reihe. Ja, aber mich hat nur der angesprochen. Ja, schönes Perlmutt. Glitzer, Glitzer, ne? Also der ist nicht so leicht zu entfernen. So, dann ganz schnell, als der Ausverkauf war, wie gesagt, die Einkäufe liegen teilweise schon etwas länger zurück. Altes Sortiment, leider ist die wohl rausgegangen. Die gab es dann für 95, also sehr, sehr günstig. Sehr, sehr günstig und das ist die Lash Dresser Comp Mascara. Ja, die habt ihr bei mir schon gesehen, die verwende ich sehr, sehr gerne. Und die hat ja diese, ich mache sie jetzt mal auf, weil die eine ist fast leer. Da ist zwar ziemlich viel Produkt immer dran, aber die hat halt diese Gummikammbürste und die, damit komme ich sehr gut klar. Ich hatte mir drei gekauft, eine habe ich verschenkt und jetzt habe ich noch zwei. Dann gab es die Catrice, die liegt, das liegt auch schon etwas zurück, aber die gibt es bei uns noch, die LE. Die Genderless LE. Und da hat mich nur angesprochen, die 02, ein matter Lippenstift. Ja, riecht angenehm. Ein matter Lippenstift in auch so einem schönen bärigen Mauve, aber der geht mir ins bärige, etwas pinke. Aber ich glaube, den hatte ich auch schon drauf. Hält jetzt auch nicht super lange, aber gut pigmentiert. Die Lippen trocknen nicht aus. Bei matten Lippenstiften ist das schon mal bei mir. Aber ja, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, die 02. Ja, dieses Teilchen, Moment, habe ich mir im Müller auch mitgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Catrice, neues Sortiment, Precious Pigments, gibt es, glaube ich, leider nicht im Standard, also nur in der großen Theke bei Müller. Und das finde ich blöd. Das ist quasi ein loses Pigment. Verschiedene Farben. Ich fand die 030 Purple Fiction sehr schön, weil ist jetzt auch kein Sieb drauf, muss man aufpassen. Ein schöner Lavendelton. Ich gehe jetzt mal in den Deckel, vielleicht reicht das schon. Ja. Da sind so leichte Glitzerpunkte drin. Und ja, ich denke, den werde ich auch mal bald ausprobieren. Und wie, ja, ich denke mal, okay, das war jetzt sehr sanft. Ich nehme mal ein bisschen mehr. Sehr fein. Da muss ich mal gucken, wie sich der auftragen lässt, ob ich den Pinsel anfeuchte. Aber ihr wisst, das ist mein Farbschema. Und eins von diesen Pigmenten wollte ich mal ausprobieren. Ich denke, ich werde den Pinsel, wenn ich es ausprobiere, anfeuchten. Aber ihr wisst, ich habe viele Lidschattenprodukte. Ob es dazu heute kommt, ich glaube nicht. Aber ich wollte halt gerne mal eins ausprobieren von diesen Precious Pigments. Ja, wie gesagt, ich finde es schade. Ich finde, die sollten die Theken gleich halten. Im DM auch die große Theke wie im Müller. Ne, weil viele haben keinen Müller, so wie ich, nicht in der Nähe und stehen dann da. Ja. So. Was haben wir noch? Ich habe hier, genau. Dann habe ich mir, das ist ja auch eine neue Reihe, die gibt es aber auch im Standardsortiment im DM, Prisma Chrome. Da habe ich mir jetzt noch die 060 mitgenommen. Ich hatte ja schon zwei und ich fand oder finde die so schön. Und irgendjemand hat mich da stark, ich glaube die liebe Biene vom Kanal Bienes Beauty Bude. Ich grüße dich mal ganz lieb. Und nochmal meine allerherzlichsten Glückwünsche zur Geburt deiner süßen Tochter. Ja, ich meine Biene, du hättest die 060 in die Kamera gehalten. Das sind diese Chrom-Lippis, ne? Die halten jetzt auch nicht super lange, aber
Ja, ich bin froh, dass ich mir den jetzt, dass ich mich noch hab anfixen lassen von der lieben Biene. Das ist so ein Rot und je nachdem, wie das Licht drauf fällt, changiert es ins leichte Pink. Toll. Riechen angenehm. Ja, und trocknen die Lippen auch nicht aus, nur ist halt ein bisschen schimmrig und das setzt sich schon mal etwas in die, ja, diese feinen Partikel, seht ihr das? Die lassen sich dann nicht mal so eben wegwischen. Aber okay, ja. Ich muss gleich erstmal, bevor ich hier mich schminke, aufräumen. So, dann, ja, war es das eigentlich, bis auf, aber ich glaube, den habe ich euch auch gezeigt, oder? Von Lavera, das war nämlich, ich bin mir nicht sicher, ob ich es euch gezeigt habe. Als ich mir von Santé diese Foundation gekauft habe, habe ich mir von Lavera auch ein Lippi gekauft. Und zwar Maroon Kiss, die 09. Ich habe von Lavera ja schon Lippi und ich mag die. Die halten zwar nicht lange, aber die pflegen unheimlich gut. So. Und das ist Maroon Kiss, so ein rotbrauner. Ja. Gut pigmentiert, wie gesagt, hält jetzt nicht sonderlich lange, aber ich habe mich verliebt in die Farbe. Lavera bekommt ihr auch den Lippi im DM. So, ich glaube, das war's, ihr Lieben. Das war ja auch nicht gerade wenig. Aber okay, ich habe euch ja gesagt aus den letzten Wochen. Und jetzt werde ich erstmal hier aufräumen und mich ein bisschen sortieren, mir noch ein bisschen Schminkutensilien, nee, wie heißt das? Utensilien holen, Pinsel und so. Und dann mal mich sammeln. Was möchte ich euch zeigen? Ne? Mal gucken. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, bis gleich, ihr Lieben. Bis zum Ausprobieren. So, ihr Lieben, die Kamera läuft hoffentlich wieder. Ich habe mir einen kleinen Kaffee gemacht, koffeinfrei. Ich habe einen Nespresso und ach, ich trinke den Kaffee so gerne und habe mir da letztens bei Nespresso so ein paar Ladungen koffeinfreien Kaffee auch. Ja, sind ja immer nur so kleine Tassen, ne? Ja, mit ordentlich Milch. Das tut gut. Ich habe jetzt gerade eben ein paar Pinsel und so geholt, ne? Mein Spiegel hier. Und das neue Make-up-Ei von Real Techniques, welches ich euch eben gezeigt habe, angefeuchtet. Es ist nicht gewachsen. Ich habe das bestimmt. Ich denke, hä? Die anderen Eier werden immer größer, ne? Und es fasst sich etwas weicher an. Ich habe es ordentlich ausgewrungen, aber es ist jetzt nicht gewachsen. Keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Ja. Ich nehme euch jetzt mit. Versuche mal so ein Full-Face-Schminki, obwohl. Ich habe meinen Bronzer vergessen. Ich bronze doch im Moment so gerne. Mal gucken, vielleicht habe ich ja noch Lust aufzustehen. Moment. So, jetzt habe ich auch einen Bronzer am Start. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und dann legen wir mal los, ne? Ich schminke mich jetzt mal hier. Wir haben noch relativ früh. Naja, mittlerweile haben wir jetzt auch gleich 10 Uhr. Ja, ich starte jetzt mit dem Primer, wo mir gerade der Deckel ja flöten gegangen ist. Ich gucke mal gerade. Oh, also die muss man richtig feste hier aufsetzen, aber irgendwie. Wir lassen den Deckel ab. Also ich bin gespannt auf diesen Aura Glow Primer. Warum Aura Glow Primer? Anti-Wrinkle. Strahlende Grundierung kann, genau, hier steht es. Kann alleine oder unter dem Make-up angewendet werden. Ideal zum Auffrischen für einen perfekten Look. Zum Auffrischen? Wenn ich mich fertig geschminkt habe, klatsche ich mir das bestimmt nicht hinterher nochmal drauf. Ich hole euch mal ein bisschen näher, glaube ich. Und dann schminke ich mich hier über Spiegel, weil ihr wisst, mit der neuen Kamera ist das spiegelverkehrt. Aber ich glaube, nee, wir machen ja erst hier. So müsste es gehen. Also, ich nehme jetzt mal erstmalig, wie trage ich das denn auf? Ich glaube, mit den Fingern einfach, diesen Primer. Nimm mal zwei gute Pumpstöße. Das war bestimmt zu viel, Nadine. Ich gucke hier in den Spiegel. Hat halt so eine Rosé-Hautfarbe, leicht peachig. Naja, gut. Aber so Glow, also ich muss sagen, ich schminke mich gerne. Es darf matt sein, aber nicht zu matt. Was ich auch gerne im Frühjahr, Sommer also sehr gerne mag, ist auch ruhig ein bisschen Glow. Und ihr seht, oder ich sehe es auch. Also ein Pump-Pump hätte, glaube ich, auch gereicht.
Ich gebe mir das jetzt nicht über die Augenlider, sondern nur hier leicht tupfend unter meine Augen. Da kann es ruhig auch glowen. Und der soll ja auch Feuchtigkeit spenden. Ja, jetzt habe ich überall ein bisschen. Ja. Und ich glaube, ihr seht ganz gut. Ich habe jetzt so ein bisschen, aber jetzt nicht irgendwie künstlich, sondern angenehm glow im Gesicht. Ich meine, ich habe jetzt vorher auch etwas geglowt durch mein Gesichtsöl. Wo ist jetzt hier das Ding? Aber ich schreibe euch die Produkte auch nochmal in die Infobox, die ich jetzt verwende. Ja, also das ist dieses neue Produkt. Jo. Fühlt sich auch jetzt nicht klebrig an, also nicht silikonig. Ich weiß jetzt nicht, inhaltsstoffmäßig gucken wir besser nicht nach, aber ob da jetzt Silikone, die Dimethikone drin sind, vielleicht. So. Ja, und ich denke, das ist jetzt eigentlich schon ganz gut eingezogen. Jetzt verwende ich mal, da bin ich mir eigentlich sicher, ob ich die Santé Soft Cream Foundation in 02, ob ich die schon ausprobiert habe mit euch. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte euch noch ein Stückchen, ich habe ja hier eine Fernbedienung bei der Kamera. Ich glaube, jetzt kriege ich Besuch. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, das war gerade der Schornsteinfeger. Ne? Der muss ja auch mal ab und zu nach dem Rechten sehen. Und jetzt hoffe ich mal, dass es die nächsten paar Jahre viel Glück, dass wir viel Glück bekommen. Nein, und wir kriegen neue Rauchmelder. Die sind nämlich jetzt schon 19 Jahre alt und er meinte, die sind überholt. Ja, und ist ja wichtig, ne? Jetzt gibt es neue Rauchmelder. So, ja. Okay. Foundation. Mit dem Ei versuche ich das jetzt. Ich habe die sonst immer, einmal habe ich es mit Ei aufgetragen, mit dem alten Real Technique Ei. Klappte einigermaßen, ja, klappte ganz gut. Ich habe nur die Finger hinterher noch genommen. Und dann habe ich die Hände immer genommen. So, jetzt nehme ich mal hier einen ordentlichen Hub. Und dann nehme ich die flache Seite, dips da mal rein. So, und ich wollte euch, glaube ich, eben ranzoomen, ne? Ja, ranzoomen, Nadine. Und das geht mit der Fernbedienung, dauert das aber. Ne, komm. So, also ihr seht hoffentlich, so glaube ich geht das, ne? Man soll das ja so reinklopfen und dann so ein bisschen streichen. Also es ist jetzt eher, wenn ich jetzt hier über mein Muttermal gehe, dann seht ihr das, ne? Je nachdem wie fett es ist, eine mitteldeckende Foundation. Also das Schwämmchen ist sehr hart im Gegensatz zu dem anderen und es wächst nicht, wenn man es feucht macht. Okay, ich glaube, ich brauche, aber das schluckt ziemlich viel Produkt. Das gefällt mir nicht so. Okay. Naja, gut. Weiß ich nicht, kennt ihr dieses neue Ei schon? Also, das ist jetzt alles runter. Hier habe ich noch ein bisschen Foundation. Eigentlich fange ich immer hier oben an der Stirn an. Aber man kann mit dem Ei, weil es jetzt nicht so eine Riesenfläche hat, kann man hier ganz gut arbeiten. So, ich glaube, das sieht ganz gut aus auf der Stirn. Also ich hatte ja hier wirklich Schüppchen. Ich nehme jetzt mal, klatsche mir das direkt auf den Schwamm, nochmal einen ordentlichen Hub. So, und das müsste dann auch reichen. So, das, was ich jetzt sehe, wichtig ist mir, dass hier neben der Nase, hier wo die großen Poren bei mir sind, oder die vergrößerten Poren, also ich habe ein besseres Gefühl mit den Fingern wirklich, muss ich sagen, wie mit dem Ei. Ich mache das jetzt auch. Also die Foundation hat mir die Poren und ich habe die auch einmal ohne Primer verwendet. Nicht, also etwas betont ohne Primer, mit Primer gar nicht. Und ich hoffe, dass jetzt mit diesem neuen Primer, dass die Poren auch nicht so betont werden. Ich finde, dieser Farbton geht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der hellste ist. Ich meine nicht. Ich glaube, es gibt noch von Santé, von der Foundation, eine Farbe heller. Aber ich nehme am liebsten, wenn es Light Beige gibt, dann passt eigentlich Beige auch. Ich weiß nur nicht, wie das bei euch jetzt rüberkommt, weil ich doch arg geblendet werde hier von dem Ringlicht. Naja, das wäre sonst sehr schade für das Video. Also, okay, hier sehe ich, ja doch, hier setzt es sich gerade. Ja, das kann auch noch sein, bei meinem Nasenflügel hier ein bisschen, seht ihr? Durch meine Erkältung, die jetzt, weiß ich nicht, vor 2 Wochen war ich ja stark erkältet, glaube ich, ne? Und das sind noch so die restlichen Hautfetzen, Hauterneuerung, wenn man das so nennen kann, vom Naseputzen. Aber
Hier oder im Allgemeinen, gerade auf der Stirn kann ich das sehr gut sehen, setzt sich die nicht unschön ab. Die Nase lassen wir jetzt mal außen vor, aber das geht auch. Also das, da habe ich mal Foundations gehabt, die haben auch Würstchen gebildet, weil das ja auch jetzt Naturkosmetik ist, ne? Aber ich fühle mich wohler, wenn ich das hier mit den Händen auftrage. Also ich bin noch nicht so begeistert von diesem neuen Real Techniques Eye, weil, nee, weiß ich nicht, weil es ist das andere, das alte Eye, was ich ja auch habe, finde ich schöner. Aber diese Foundation finde ich natürlich, natürliches Ergebnis und mir gefällt sie sehr, sehr gut. So, Fingerkiss, nehme mal eben feuchten Lappen. Concealer, ich habe jetzt keinen speziellen Concealer mir hier hingeholt, aber ich habe ja den neuen und den kann ich ja auch mal hier versuchen. Ich habe ja hier so leichte Augenschatten, dunkle Stellen. Das kommt einfach, ja, das ist einfach bei mir so. Ich habe aber keine geschwollenen, unbedingt geschwollenen Augenlider. So, und hier ist jetzt der neue HD Liquid Coverage Precious in Light Beige. Da könnte ich euch auch nochmal ein Stückle holen. So, so müsste es gehen. Genau, und dann packe ich mir jetzt mit der dünnen Bürste, ist ja egal. Falls ihr hier noch irgendwo Glitzerpunkte seht, ne, an meinem, im Augenbereich, das liegt daran, ich habe gestern so einen schönen, diesen neuen Urban Decay Glitzer Liquid Liner benutzt. Okay, ich könnte jetzt auch hier mit dem Ei, mit der Spitze, obwohl das ist so dickbauchig, naja, ich versuche es mal. Ach doch, das geht. Dafür ist das, glaube ich, ganz gut, weil das Schwämmchen schön fest ist. Also hier irgendwo sehe ich nämlich noch so ein, zwei Glitzerpigmente von dem Liquid Liner, den ich gestern verwendet habe. Ach, das geht aber, ne? Das hat sich jetzt, okay, er deckt etwas ab, ja. Und ich glaube, hat sich auch nicht... Das könnte die Post sein, Moment. So, das wird wieder ein Video. Aber ich kann es nicht ändern. Das war jetzt wirklich die Post. Das ist halt vormittags so, ne? Also, was ich jetzt so sehen kann, Foundation, also der Primer, der neue Primer ist sehr gut. Gefällt mir. Es kommt noch so ein bisschen Glow durch. Ich habe jetzt auch eine nicht so deckende Foundation, so wie es mir gefällt. Und ja, also lediglich hier an meiner noch etwas ramponierten, schuppigen Nase sieht man. Aber ansonsten finde ich das Hautbild super und freue mich. Ja, dass das so gut funktioniert hier mit dem Primer. Okay, das Eichen hier, die Spitze hier zum Concealer gerade reinsetten, einarbeiten, war das ganz okay. Aber ansonsten, glaube ich, braucht man das Ei nicht. Und ganz ehrlich, ich brauche, glaube ich, eigentlich auch nicht so einen präzisen Concealer. Ja, weil ich mache eigentlich nicht so viele präzise Abdeckungen. So, jetzt würde ich Moment, ich nehme euch noch ein bisschen zurück. Eigentlich würde ich sagen, kann man das so lassen. Aber ich möchte ja jetzt auch die neuen Sachen ausprobieren. Ich probiere jetzt mal ganz vorsichtig dieses aus der Val de Loupiang, aus der Schokoladen-LE, das matte Reispuder aus. Nimm mal einen Real Techniques Puderpinsel, gehe da rein und es staubt ein wenig, geht aber noch. So. Und tupf mich mal ein bisschen ab, ne? Auch hier über die Augen. Und mach mich quasi wieder matt. Und dann hinterher gibt es das Fixing Spray und dann glowen wir wieder. Also ich habe wirklich das Gefühl jetzt gehabt durch die, weiß ich nicht, eigentlich bräuchte ich jetzt dieses Mattierende nicht. Aber dieses Puder, ja, man darf, glaube ich, wirklich nicht so viel nehmen. Weil irgendwie wirke ich jetzt doch etwas kalkig. Kann das sein? So, ich glaube, ich nehme auf keinen Fall jetzt mehr. Das reicht mir schon. Also das Puder, es ist ein süßes Puder, aber ich glaube, man braucht es nicht unbedingt, wenn man nicht gerade Sammler ist. Nein, ich meine, es macht ein bisschen weiß. Kann mich aber auch täuschen. So, dann würde ich jetzt mal einfach ein... Mein LE Bronzer nehmen vom P2 hier, den hatte ich ja aus in meinem Projekt. Einen neuen Bronzer habe ich mir ja nicht zugelegt und bronze so ein bisschen, weil ich das im Moment wirklich brauche. Was heißt brauche? Es hört sich an.
Nein, ich mag das im Moment. Mein Gesicht aufzuwärmen. Konturieren mache ich im Moment gar nicht. Weiß ich nicht, das ist nicht so meins irgendwie. Obwohl ich es auch schön fand, als ich es gemacht habe, kommt bestimmt auch wieder. Also ich mache mir eigentlich den Bronzer ja auch hier unter mein etwas leichtes Doppelkinn. Aber hier so im Wangenbereich und hier oben. Und dann halt die Reste so überall so ein bisschen. Ja, das ist wirklich, klar, den gibt es jetzt nicht mehr. Ne? Diese LE vom P2, Beauty Go Safari, die liegt 4 Jahre, 3 Jahre mindestens zurück. So, bisschen aufgefrischt. Ja, jetzt kommen wir mal, machen wir Blush erstmal. Da benutze ich jetzt hier dieses aus der Blush LE. Und zwar mit dem Pinsel, genau, mit diesem neuen Pinsel. Und ich nehme jetzt die schwarze Seite, die soll ja speziell für Puder sein. So, und jetzt bin ich gespannt, weil bei der lieben Sophie hat es ja auch gekrümelt ohne Ende. Oh ja, oh, schaut euch das mal an. Gerade reingedipst, überall. Also das ist natürlich, ach, du ahnst es nicht. Nee, also dieses Puder, das spart euch besser. Jetzt schaut mal, das seht ihr diesen Berg? Das habe ich gerade aus dem Pinsel abgeklopft. Okay. Ich habe den Pinsel so stark ausgepoltert, ausgeklopft. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt, wenn ich mir das vorstelle mit dem mit der anderen Farbe, mit diesem Pink-Bärenton. Ich meine, okay, das ist schon heftig, ne? Ich habe hier noch einen anderen Puderpinsel, da gehe ich mal mit drüber. Jetzt habe ich natürlich ordentlichen Flatschen hier. Das sollte nicht so großflächig werden. Die Farbe ist schön, aber das Blush hier, ich glaube, das misste ich sofort wieder aus. Der Pinsel ist natürlich auch fest gebunden, aber du gehst da rein, du dippst da rein, dann habe ich es ausgeklopft. Jetzt guckt euch doch das mal an. Ich war da ganz vorsichtig drin. Nee, also das ist, ich meine, ich blush aber auch mit diesem Pinsel, weil das jetzt so hochpigmentiert ist auch, obwohl es eine helle Farbe ist. Seht ihr ja, wie das, also das ist nicht so der Pinsel zum Blush auftragen. Der Pinsel ist cool, vielleicht mit cremigen Sachen mal ausprobieren, aber Puder, nee, dann nehme ich lieber so fluffige Pinsel. Den Pinsel kann man ja auch mal für Highlighter und zum Konturieren kann ich mir den gut vorstellen. Aber das jetzt hier ist aber ein Reinfall. Jetzt guckt euch, ich kann das ja gar nicht, das muss ich jetzt über Mülleimer auskippen. Jetzt guckt euch das an. Und ich war da nicht wie ein Grobian drin. Moment, ich muss das entfernen. So, ja, natürlich bin ich jetzt etwas gut geblasht. aber das war ja, das ist ja hier. Schade, also ich war echt am Überlegen, beide mitzunehmen. Ich bin jetzt froh. Also ich glaube, dass ich das weiterreichen werde. Das werde ich kaum noch benutzen, weil mich das ärgert. Ja, und der Pinsel, naja gut, den werde ich zum Konturieren verwenden, aber für Blush. Vielleicht die andere Seite für Creme Blush, aber ich finde die Fläche zu klein. Es wird schnell fleckig. Ich mag zum Blush auftragen dann hier von Real Techniques mein Blush Brush zum Beispiel. Ja, jetzt ist es ein bisschen viel, aber zum Glück ist es jetzt nicht so eine Bäm-Farbe. Leichter Glow. An sich eine schöne Blushfarbe. Das ist bei mir durchgefallen. Sorry. So. Ja, Highlighter. Ich habe viele, ja, ich hatte ja jetzt auch den aus der LE von hier von der Essence LE und diesen Mermaid Highlighter hier. Hoppala. Habe mich jetzt aber hier natürlich für entschieden. Weil dieses Dreiergespann von Love, diese neue Love Illusion Holographic Highlighter Palette, ist ja gerade erst neu ins Sortiment eingezogen und ich werde jetzt mal das Grün ausprobieren in der Mitte mit dem Sigma Tibret Highlighter. Ja, dips ich vorsichtig rein. Das geht tatsächlich. Das ist nicht so Fallout-mäßig überlastet. Oh ja. Oh, das gefällt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht durch den grünen Schimmer. Guck mal. Okay, er betont ein bisschen vielleicht, man muss ein bisschen, also darf nicht so viel auftragen, aber es geht, also es geht tatsächlich. Schön. Der hat richtig tolles Finish, genauso wie ich es mag. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber. Hier seht ihr das vielleicht besser, ne? Ja, sehr schön. So, jetzt mache ich den Pinsel sauber und nehme mir den Peach-Ton hier, Peach Prism.
und setze mir den auf die Nase. Etwas. Aber ich mag das ja, also ich highlighte gerade meine Stupsnase hier vorne gerne. Sehr, sehr schön. Ja, also gefällt mir sehr gut, das Finish. Ich freue mich, dass ich die Palette mir zugelegt habe. Es ist mit 14 Euro, meine ich. Aber es gibt ja weitaus teurere Highlighter. Ne? Also das ist noch in Ordnung. Ich freue mich über diesen Highlighter. Und das ist für mich wieder ein Top-Produkt. Obwohl das Blush schön ist, ne? Aber mal gucken, was ich damit mache. So, was haben wir? Ja, jetzt habe ich natürlich hier diese Wahnsinnspaletten, ne? 1, 2, 3, 4. Und ich habe mir gedacht, ich nehme aus jeder Palette wenigstens einen Lidschatten. Jo, ihr kennt mich ja, durch meine Lidschatten-Lottos mache ich ja gerne Experimente. Jetzt nehmen wir aber erstmal die Rival de Loupe Young Eyeshadow Base. Günstig, gut. Vom Finish her leicht schimmrig, aber ich mag das. Ja, die war ja auch in meinem Projekt drin und die ist wirklich langlebig, ja. Ich benutze eigentlich nur diese Eyeshadow Base, ne? Wenn ich mich im Video schminke, wenn ich mich so schminke. Und man braucht echt ganz wenig nur. Wenn die leer ist, dann habe ich noch erstmal eine wieder von Art Deco, die ich früher immer hatte, die auch leicht schimmert. Die Art Deco Eyeshadow Base in dem schwarzen Töpfchen, aber die ist natürlich um einiges auch teurer. Die tut es auch. Gut, so, dann lasse ich die, ich mache das auch von der Schminkreihenfolge eigentlich so, wie ich es jetzt gemacht habe, auch für mich so, ne? Nicht jetzt nur fürs Video, sondern auch so, privat. Oh Gott. Genau, jetzt lassen wir die Eyeshadow Base ein bisschen einwirken. Ich nehme meinen Real Techniques Augenbrauenpinsel und ich habe mir doch eigentlich mein Augenbrauenpuder auch mitgenommen. Vista, das von Alverde, was ich auch im Projekt hatte. Och nee, nicht schon wieder aufstehen. Ich bin doch heute sehr faul eigentlich. Ja, ich muss wohl. Moment. Hab's wohl vergessen. So, da bin ich wieder. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin begeistert. Auch, ich habe jetzt ein bisschen viel Blush drauf, aber auch das ist noch in Ordnung. Aber so das Finish und ich glaube, diese Santé Foundation gefällt mir jetzt noch besser wie vorher. Mit wirklich das, dieser Aura Glow Primer. Irgendwas macht der. Irgendwas, irgendwie finde ich den gerade große, große Klasse. Ja, also Alverde Duo Augenbrauenpuder hier. Da habe ich ja geschafft, ein Hitzepan zu kreieren. Augenbrauenpuder, ich finde, das passt zu mir am besten. Ne? Es gibt noch von Trend It Up das bräunliche. Aber dies hier, dieses anthrazitfarbene, dadurch, dass ich sehr dunkle Augenbrauenhärchen habe, sehr lange Augenbrauenhärchen. Früher habe ich ja immer ein Augenbrauengel verwendet. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Das mache ich, glaube ich, schon seit 2 Jahren nicht mehr. Ich habe zwar noch 1, 2 Augenbrauengele, aber immer wenn ich das verwende, sieht es unnatürlich aus, weil es so angeklatscht, so, ja, so feucht, so komisch aussieht. Und ich finde, meine Haare, also meine Augenbrauenhärchen, bleiben trotzdem in Form. Mal ein bisschen in den Spiegel. Seid ihr denn gut im Bilde oder könnte ich euch jetzt etwas näher ranholen für meine Äuglein? Ja, so sieht das aus. Bin gerade mit meiner Spiegelstellung nicht einverstanden. Ja, ihr Lieben, ich habe gerade die Post, ich bin im Moment im Häkelfieber. Also ich kann nicht in Hand arbeiten, stand ich immer zwischen 3 und 4. Häkeln war noch das in der Realschule, was ich gerne gemacht habe. Stricken war ein Graus, Nähmaschine, Gott bewahre, nein. Aber Häkeln, ne? Aber auch nur diese Grundkenntnisse. Oh, Stäbchen, Luftmaschen und also diese leichten Sachen, die beherrsche ich. Und auch die, gerade diese leichteren Sachen, machen ja viel her. Je nachdem, was man für eine Wolle hat, was man für eine Dicke der Wolle auch nimmt. Ich habe jetzt gestern und vorgestern an 2 Tagen einen Schal gehäkelt. Ein Schal in einer sehr dicken Wolle mit einer 12er Häkelnadel, ja, fertig gehäkelt für meine Mama. In so einem schönen, das war so eine Wolle mit Farbverlauf. Und im Moment, ja,
Also bei Amazon kriegt man ja alles, ne? Und auch sehr, sehr schöne Wolle mit Farbverlauf am liebsten. Und jetzt gucke ich mal, ich bin nämlich dabei, eine Babydecke für Krümel zu häkeln in so einem, oh, die Wolle war sehr billig von Schachtemeier oder wie heißt diese bekannte Marke? Ich glaube, das reicht schon, ne? Doch, ich finde dieses Augenbrauen von Puder von Albert, das passt zu mir. Ja, sehr, sehr zu empfehlen. Wo war ich stehen geblieben? Schön. Schön. Jetzt kommen wir zu den Augen. Und wenn ich mich jetzt hier so schminke, wo war ich denn gerade stehen geblieben? Babydecke, genau. Und das ist aber ein dünnes. Das häkle ich mit einer Vierernadel. Das Garn hat eine Dicke von 3,5. Ich nehme immer eine etwas größere Häkelnadel und das dauert also. Aber es macht einfach Spaß. Es beruhigt mich. Hätte ich nie geglaubt, dass ich irgendwann wieder anfange zu häkeln. Ja, wahrscheinlich durch die Schwangerschaft jetzt auch und wenn ich Ruhe brauche, ne? Ja. Ich glaube, ich fange an. Moment. Ich nehme jetzt mal aus der, die müsstet ihr auch noch bekommen, aus der aktuellen Revaluloop Young LE, nehme ich aus der Lidschattenpalette den Ton Sand. Sand, einfach zum Grundieren. Dann nehme ich jetzt hier von zur Eva die 227. Das ist dieser rundgebundene. Jetzt gehe ich mal da rein. Ja, die krümeln auch, die Lidschatten. Aber das tun manche teure auch. Und das nehme ich jetzt einfach. Oder ist das zu dunkel? Ah, es könnte doch vielleicht ein bisschen. Ich dachte, ja, es ist ein etwas dunklerer Hautton. Den gebe ich mir doch. Ich wollte erst bis oben hin, wie sonst immer. Nee, da gebe ich mir einen helleren hin. Den lege ich mir jetzt. Den lege ich mir. Den Pinsel, diesen Ton pinsel ich mir jetzt bis hier in die Lidfalte, etwas darüber hinaus. Genau. Ja, und jetzt häkle ich halt eine Babydecke und parallel auch noch einen Schal. Was bei mir oft passiert ist. Also bei dem Schal für meine Mama ist es mir nicht passiert, aber bei dem jetzt, das ist andere Wolle, irgendwie, manchmal vergesse ich wohl eine Masche am Ende, die letzte Luftmasche, und dann wird der Schal, ist jetzt drei Luftmaschen kleiner geworden, also schmaler. Ja, aber das ist halt so, ne? Ich hatte jetzt auch keine Lust, das wieder aufzuribbeln, habe ich jetzt gestern erst festgestellt, da hätte ich, glaube ich, dann so 50 Reihen aufribbeln müssen. Nein, aber. Es macht Spaß und ja, bei YouTube gibt es ganz, ganz tolle YouTuber, auch Kanäle, die einem Schritt für Schritt das Häkeln beibringen. Und da habe ich auch viele abonniert und viele abgespeichert. Jo, aber ich fange ja gerade erst mal an und für mich ist es einfach eine Entspannung. Ja, das ist ein sehr schöner matter Ton, finde ich, ne? Hat sich gut auftragen lassen. Und jetzt nehmen wir aber, nee, der Nudige hier, der glänzt ein bisschen. Ich will aber jetzt einen hellen matten. Jetzt gehe ich mal in die Artist Catrice, in die neue Lidschattenpalette und nehme mir diesen hellen. Das ist schon so ein Cremeweiß. Der ist ja auch matt, ne? Der gleiche Pinsel drehe ich nur rum. Staubt aber auch so ein bisschen, wenn ich da rein diepse. Seht ihr? Seht ihr hier ein bisschen Fallout? So. Okay. Das gebe ich mir jetzt hier. Das ist ja fast mein Hautton. Da sieht man ja eine leicht auffällende Optik. Hier so ein bisschen auch da am Rand. Doch. Lässt sich auch gut auftragen. Man sieht ihn natürlich jetzt nicht so gut, jo. Aber schön, schön, ja. Ja, auf jeden Fall habe ich das Häkeln für mich entdeckt. Ich kann es nicht gut. Ich war noch nie so ein König, sag ich mal. Aber mich beruhigt das einfach und auch wenn ich es nicht so gut kann, macht es mir Freude. Ja, das ist so. Na, wenn ich jetzt nicht hier sitzen würde, dann würde ich jetzt wieder häkeln. Ja, also ist eine schöne Farbe. Krümelt ein bisschen. Jetzt überlege ich natürlich, welche gebe ich, möchte mir jetzt erstmal einen in die Lidfalte geben. Könnte ich eigentlich auch den gleichen Pinsel nehmen, oder? Ja, ich glaube schon. Ich überlege gerade. Jetzt haben wir ja noch diese zwei Paletten, ne? Aber hier, die schimmern ja alle. Und so ein Schimmring in die Lidfalte. Nee. Ich nehme mir aus der Manhattan-Palette diesen dunklen Bärenton hier. Moment, diesen matten hier. Ja. Ist stark pigmentiert, ist eine ziemlich dunkle Farbe für die Lidfalte, aber trotzdem.
Die gefällt mir. Dipse ich mal mit der Pinselspitze rein. Ja, und? Oh ja, aber das ist so meine Farbe. Dieses movig-bärige. Das kann man ruhig ein bisschen höher ziehen. Muss man gut verblenden. Aber ich hoffe, dass diese Manhattan-Palette, dass sie sich gut verblenden lässt. Ja, ich ziehe sie mir ruhig ein bisschen hier vorne. Ja, also häkeln, genau. Weil gestern Morgen, Dienstag. Gestern Morgen um 7 Uhr, jetzt geht es nämlich so langsam los mit dem, dass wir im jetzigen Kinderzimmer, in Anführungsstrichen, steht ja jetzt mein ganzer, ist quasi Büro. Und das Büro zieht oben in den Flur, in den Vorflur, der wird bald da wird eine Wand gezogen und da brauche ich natürlich auch Strom und alles. Und gestern waren die Elektriker hier und die kamen schon um 7 Uhr. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Olaf so, ja, die kommen um 7. Ich so, oh, 7 Uhr, ja. Und die waren auch 10 nach 7 da. Dann habe ich erstmal eine große Kanne Kaffee aufgesetzt. Und ja, die haben sie auch dankend angenommen und dann ging es los. Ne? Also jetzt habe ich erstmal ein paar Löcher mehr in der Mauerwand drin, aber was soll's. Ne? Wird alles wieder zugemacht und so langsam, ja, ich bin jetzt in der 25. Woche, man wird auch immer nervöser. Oh, ich lasse das jetzt erstmal so, das wird gleich noch verblendet, aber ihr seht vielleicht, oder ich hoffe es, ist eine schöne Farbe. Ne? Krümmelt auch so ein bisschen, Fallout, aber gut. Mal schauen, was es gleich noch wird. So, drei Paletten jetzt verwendet. Jetzt muss auch gleich mal die süße Essenspalette ran. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das kombiniere. Was packe ich mir? Ich packe mir jetzt erstmal einen hier, so einen schönen Schirmring hier vorne. Mit so einem, ja, hier von Essence gibt es hier eigentlich noch, diese hier. Mit diesem fliederfarbenen, da habe ich mehrere Pinsel von. Und dann nehme ich jetzt mal die süße Hoppelhasen-LE hier. Und nehme quasi den goldenen in der Mitte, den man auch schön als Highlighter verwenden kann. Dips da rein. Der Pinsel wackelt. Oh, ich glaube, der geht bald lose. Und setze mir das hier rein. Oh ja. Also, seht ihr das? Der hat ganz schön Power. Schön, schön, schön. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt langsam los. Ne? Und man wird natürlich auch immer unruhiger. Und ich weiß auch nicht, also... Das muss ja auch jetzt vorangehen, weil wir müssen im Büro quasi, was das Kinderzimmer werden soll, da müssen wir die Tapete abziehen, weil ich möchte einen schönen Putz an der Wand haben. Meine Schwester, die kann das. Die hat das drauf, die hilft mir dann. Ne? Meine Mama kommt auch vorbei, dann ziehen wir die Tapeten ab und dann wird da ein schöner Putz dran kommen. Ich werde euch das auch nach und nach zeigen. Im Moment wird es nichts bringen, weil es ist noch nichts. Ne? Ja, also... Sehr, 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 sehr schöner Highlighter, Lidschatten. Sehr schön. Ja, haben wir da auch einen benutzt. Jetzt gucken wir mal, was könnte ich mir denn, nehme ich noch auf, ja. Was könnte ich mir denn auf das Auge machen? Ja, ich bin hin und her gerissen. Ich würde jetzt gerne entweder, obwohl der ist so sehr knallig, entweder diesen hier, diesen Aprikot mit dem Goldschimmer aufs ganze Auge oder Morocco, hier aus der Rival de Loupe. Da gehe ich jetzt mal rein. Oh, der ist auch schön, wa? Oh, den habe ich euch... Oh, ist der schön. Oh, ich glaube, ich nehme den, oder? Ich weiß noch nicht. Der glänzt so schön. Ich nehme den, aus der Chocolate-Palette. Dann brauche ich aber, glaube ich, auch von Essence hier. Gibt es, glaube ich, nicht mehr, ne? Diese Fliederfarben. Dann gehe ich jetzt in Morocco. Hier, in den. Krümelt auch ein bisschen, muss man aufpassen und abklopfen. Den nehme ich jetzt erstmal hier aufs ganze bewegliche Lid. Und ich hoffe, ihr seht das, wie schön der schimmert. Also die Palette, außer dass sie jetzt krümmelt, für noch nicht mal 4 Euro. Also holt euch die, wenn ihr Schminkanfänger seid. Sowieso würde ich euch die empfehlen, ne? Aber, wie gesagt, auch für Schminkprofis, ich bin ja gar nichts, ich bin jetzt kein Anfänger, ich würde sagen, ich bin Autodidakt, ich bringe mir das selber bei und ich mache einfach. Aber das
gefällt mir. Wow. Ja, ihr Lieben, genau. Und jetzt, der Elektriker ist soweit erstmal fertig, aber noch nicht ganz. Kommenden Montag kommt der Schreinermeister. Wir haben in der Familie jemanden. Der war ja schon hier die Tage, vor ein paar Wochen. War schon zweimal hier und hat vermessen. Also wir kriegen dann da, wo das Büro hinkommt, in den Flur, wird eine Wand gezogen, weil das ist Treppenhaus und das ist offen. Und wenn ich da jetzt mal meine Videos bearbeite oder auch so am PC sitze oder mal mit euch wieder über YouTube ein Live-Hangout mache, dann brauche ich Ruhe. Dann kann ich da nicht von unten meine Schwiegereltern und dann läuft der Postbote oder sonst wer rum. So, ich glaube, das reicht schon. Nee, da wird eine Wand gezogen, also eine schöne Holzwand. Dann, das ist Marmor im Flur. Das ist natürlich sehr kalt. Wir haben eine Heizung im Flur, aber ich kriege einen neuen Boden rein. Ich bekomme eine Tür, eine Flurtür, muss ja zu sein, und eine neue Decke. Die Decke ist sehr dunkel. Da das Haus ja jetzt auch nicht mehr das jüngste Haus ist, hat man früher stand man auf dunkle Holzdecken und ich möchte eine helle Decke haben. Also wird eine neue Decke auch, also das wird allerhand gemacht. Und zwischendurch muss der Elektriker wieder rumbohren, dann kommt wieder der Schreinermeister und das wird spannend. Ja, also dieser Ton hier, schön, oder? Ja, also die Palette, die hätte ich nicht gedacht. Hier ist noch ein Ton, der heißt Cinnamon. Hier, ich habe euch ja eben nicht alle geswatcht, aber das gibt's doch nicht. Schaut euch die Pigmentierung an. Spicy, den habe ich euch eben auch nicht. Der letzte hier, Spicy. Oh, der ist auch schön. Oh Gott. Also, ich habe echt überlegt, weil ich habe ja nicht wenig Paletten. Aber für das kleine Geld, Leute, greift zu. Da kann man nichts falsch machen. Auch wenn man, wie ich, schon Paletten hat. Erstmal ein tolles Sammlerstück mit den Herzchen hier. Total niedlich. Wahnsinn. Ja, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt nehme ich aber nochmal die Catrice Palette. Und möchte mir, ja, ich benutze jetzt aus der Catrice Palette mit einem abgeschwächten Pinsel, sofern ich einen finde. Ja, hier habe ich einen, obwohl der ja doch von Lamora, das war mal so ein Pinselset, günstiges von Amazon. Da gehe ich jetzt in dieses, ja, was gehe ich denn jetzt rein? Entweder in das Braun oder, ja doch, in dieses matte, schöne Braun gehe ich rein. Gibt es da so rein? Und bin ich noch im Bild? Ja. Aber ich gebe mir gleich auch noch einen Lidschatten hier zum Highlighten unterm Augenbrauenbogen. Ich darf nur nicht hier aus dem Bild verschwinden. Gefällt mir aber auch. Ja. Dieses Braun hier. Gebe ich mir ein bisschen vorne hin, wo der Highlighter anfängt. Kann man auch schon schön verblenden, muss man nicht unbedingt, weil das Braun nicht so hart wirkt, weil es ist nicht ein ganz so dunkles Braun, ne? Ja, ihr Lieben, das ist so, was jetzt hier ansteht, ne? Und das Kinderzimmer, dann werden Schatzi und ich natürlich auch auf Möbelsuche gehen. Wir brauchen ja Möbel. Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was Grundausstattung, klar, was brauchst du? Eine Wickelkommode, ein Kleiderschrank, ein Bett. Das war es eigentlich erstmal, ne? Und natürlich Klamotten. Also ich habe ja noch nicht viel gekauft, außer eine Spieluhr. Einen kleinen Babystrampler für Olaf. Also auf diesem kleinen Babystrampler ist wirklich für die ersten 3 Monate, glaube ich, steht da drauf. Da steht dann halt, da wo der Kopf durch muss, steht dann, Papa, du schaffst das. Da kommt der Kopf durch, da kommen die Arme durch. Total süß, habe ich ihm zu Weihnachten geschenkt. Hat er sich auch sehr gefreut. Also dieses Braun gefällt mir sehr gut. Das war jetzt dieses hier. Ja, also die Palette werde ich auch nochmal ausgiebig testen. Sie gefällt mir sehr, sehr gut, weil es ist eine gute Mischung einfach, ne? An Farben, matt, schimmrig, ja. So, und jetzt, die Palette testen wir dann auch nochmal ausgiebig. Ich werde jetzt mir aus der, nochmal aus meiner, ja im Moment ist das so meine favorisierte Palette, die günstigste, obwohl ich weiß jetzt nicht, was diese Hoppelhasen-Palette, die war jetzt auch nicht so teuer, aber ne, hier hast du natürlich noch viel mehr Lidschatten. Ich nehme jetzt den hellsten, den Nude-Ton, hier diesen, der auch ja, ein leicht pearliges Finish hat. Nehme mir einen, ja eigentlich brauche ich da einen dünneren Pinsel für,
Ich habe noch einen hier, einen sauberen von Essence, von diesen lilafarbenen. Gehe jetzt hier in den Nude-Ton rein. Ja, krümmelt ein bisschen, aber setze mir den jetzt hier als Highlight, als leichtes Highlight unter meinen Augenbrauenbogen. Oh ja, perfekt, sehr schön. Mir fällt gerade ein, ich habe noch gar nicht so verblendet, ne? Das müsste ich gleich auch noch machen. Oh ja, das ist, könnte ich mir auch übrigens schön als Highlighter vorstellen. Diesen hier aus der Palette. Ja, das ginge auch. Sehr schöne Farbe. Ne? Gefällt mir sehr gut. Okay, jetzt nehme ich mir einen Blendepinsel. Was habe ich denn gerade hier? Von... oh, das ist einer von MAC, die 286. Den habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ist nicht so mein favorisierter Blendepinsel. Ist ein bisschen gröber, eignet sich eigentlich auch ganz gut für Creme-Lidschatten, aber ja. Also ich habe nicht viele MAC-Pinsel und ich würde auch nie euch raten, unbedingt also euch einen MAC-Pinsel zu kaufen. Weil zum Beispiel zu Eva oder auch von Essence, es gibt, ne? Oder auch die Eigenmarke hier vom DM, die Pinsel sind auch gut. Aber der hier lässt sich auch gut verblenden, ne? Das war doch der, genau, das war der Lidschatten in der Lidfalte hier von Manhattan. Ich will jetzt auch nicht zu dunkel, weil ich finde, dass dieser Bärenton, der ist schon ordentlich dunkel. Nee, also mir gefällt das Augen-Make-up sehr, sehr gut. Und ich habe von jeder Palette wenigstens einen Lidschatten verwendet, das krasse Blau. Wenn ihr wollt, schreibt mir das, dann drehe ich euch von irgendeiner Palette nochmal separat ein Video. So sieht das jetzt aus. Ja, also jetzt, ich nehme jetzt mal das Blau, weil ich meine, farblich besser würde natürlich das jetzt hier passen. Aber das fällt, glaube ich, auch gar nicht so auf. Damit ihr was zu lachen habt. Was heißt zu lachen? Jetzt weiß ich nur nicht, wenn ich so in die Kamera gucke. Ich habe es jetzt ein bisschen geschüttelt, einfach rausgezogen und versuche... Oh, ist das kalt! Also, die Farbabgabe ist sensationell. Hier tue ich mich immer schwer am Ende von meinem Lid. Ich hoffe, ich hüpfe jetzt hier nicht aus dem Bild. Naja, schön erfrischend. Lässt sich aber relativ zügig auftragen. Ich nehme es ein bisschen dicker. Bis hier vorne hin. Der weiße dieser Perlmuttfarben ist auch toll. Klar, das ist jetzt vielleicht nicht farblich gerade passend, aber ich möchte es euch gern zeigen. So, ne? Ja, ich bin gespannt. Wir lassen ihn gleich ja noch antrocknen. Ich mache das mal eben am anderen Auge. So, also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, sehr angetan von diesen Produkten, von diesen neuen Liquid Linern. Rock Couture, so heißen die, wenn man es lesen kann. Finde ich auch sehr schön aufgemacht. Ich bin ja kein Profi, ne? Was Liquid Liner hier so Eyeliner ziehen angeht, wisst ihr. Und ich mache das auch also ich habe es früher sehr, sehr häufig mit Lidschatten gemacht. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass ich jetzt alle drei habe. Der Perlmuttfarben ist am Schminktisch. Und dieses Blau ist natürlich jetzt, klar, nicht so passend, aber ich wollte euch, denke mal, Blau ist jetzt, kommt am besten rüber. Und für Ungeübte, wie ich eine bin jetzt, was Eyeliner auftragen angeht, finde ich das gar nicht mal verkehrt. Und der Pinsel ist so schön dünn. Ja, ich komme da gut mit klar. Ich freue mich. Ich freue mich auch über den anderen. Der kommt auch die Tage dran. Aber das Blau knallt, wa? Das knallt. Ja, was fehlt? Was fehlt? Lippi. Ja, bei den Lippenstiften habe ich ja jetzt so viele neue Lippenprodukte. Ich würde fast sagen, entweder benutze ich gleich, weil ich ja schon sehr farbintensiv auf meinen Wangen und auf meinen Augen bin, den von L'Oreal. Ich glaube, ich nehme den. Die anderen kann ich euch... Oder der hier von Catrice. Obwohl, der hat so einen... Moment, muss ich nochmal swatchen. Dieser Chrom. Zoom euch mal einen Ticken raus. Aber der schimmert so krass. Meint ihr, der passt? Ich glaube nicht. Die anderen sind auch so... Nee, ich nehme jetzt mal hier den von L'Oreal, weil die gibt es definitiv ja jetzt auch noch. Und ich finde, der ist auch auffällig durch die durch diese Schimmerpartikel. Aber ich mag den.
Der riecht so ein bisschen blumig frisch hier, der Lippi. Okay. Und ihr seht, alleine getragen, der schimmert so krass pink, ein bisschen Fliederfarben, Rosé. Die Glitzerpunkte, die spürst du nicht auf den Lippen. Gar nicht. Ist ein total angenehmes Gefühl. Das ist jetzt, würde ich sagen, so Glitzer-Make-up. Glitzer, Glitzer. Auf den Augen, Highlighter, Lippi. Aber würde ich, so würde ich rausgehen, definitiv. Jetzt gucken wir mal, ob ich... Klar, ich habe jetzt nicht alles ausprobiert, das geht auch gar nicht. Ne? Also dieser Highlighter hier, die, aber ich habe es euch gezeigt. Auch die anderen Sachen werdet ihr bestimmt bald in einem der nächsten Videos sehen. Ja, jetzt kommt noch hier das Wunder... Was heißt Wunder? Glam Glow Glow Setter. Wie gesagt, ich halte immer so ungefähr 15, 20 Meter, klar. Zentimeter Abstand? Nee. Warum sagt ihr denn nichts? Ich habe ja gar nichts auf meinen Wimpern drauf. Wo ist Mascara denn jetzt? Puma, wo ist meine Mascara? Ich habe da ja jetzt keine neue. Ich wollte euch... So, genau. Die hier, die trage ich mir schnell auf. Die ich reduziert geschossen habe. Schade, dass sie rausgenommen haben, weil ich bin ja ein Freund. Auch wenn immer viel Produkt erst am Pinsel hängt, ich mag die ja. Und komme damit... Ja, ich mache das mal eben fix alleine fertig. So, beide Äuglein fertig getuscht. Ich nehme jetzt mal die Isana Bio-Wattestäbchen, also eins. Lutsch das mal eben an, ist ja meine Spucke. Ich habe ein bisschen gepatzt, ein bisschen. Hier, kaum der Rede wert. Ja, und hier ein bisschen. Ansonsten geht's. Ja. So. Ja, mit, also ohne Mascara fehlt mir tatsächlich was. Und jetzt kommen wir zu diesem Glam Glow Glow Setter Spray. Und das ist wirklich ein ganz, ganz angenehmer Sprühnebel. Ein toller Duft. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen übertrieben. Normal hätte ich jetzt ein bisschen weniger genommen. Ich meine, ich glow ja jetzt an sich schon ganz ordentlich, ne? Obwohl ich mich abgepudert habe. Aber man, also ich bin wirklich begeistert, sagen wir mal, von dem Duft und von dem wahnsinnsfeinen Sprühnebel. Ich werde die Flasche definitiv behalten, wenn sie leer ist, und was anderes reinfüllen. Aber ansonsten finde ich dieses Produkt einfach zu überteuert. Da gehen, also da gibt es Setting Sprays aus der Drogerie, die machen dann auch einen guten Job und fixieren gut, ne? Ja. So, aber das war's, ihr Lieben. Ich bin durchaus zufrieden mit meiner Ausbeute. Vor allem mit den Lidschattenpaletten. Da gab es überhaupt keinen Flop. Ich versuche, also ich setze euch die Produkte, die ich jetzt benutzt habe, in die Infobox. Ich bin sehr angetan von den Liquid Linern. Sehr angetan wirklich von dem... Aura Glow Primer, von diesem neuen Primer hier. Wirklich, also ich weiß nicht. Ich finde meine Haut, also es ist, wenn man das aufträgt, man fühlt sich nicht zugekleistert. Und ihr habt gesehen, ich habe nicht wenig genommen, die Hälfte hätte gereicht. Die Haut hat sich einfach toll angefühlt. Ja, Highlighter Palette. Also ich finde eigentlich, der größte Flop ist wirklich für mich hier von Catrice. Gott sei Dank, weil so günstig war das damals nicht. Gott sei Dank habe ich mir nur das eine hier mitgenommen. Also dieses Krümeln. Ich bin echt am Überlegen, mich hiervon zu trennen, weil obwohl die Farbe, finde ich, bin ja jetzt nicht so der Peach-Orange-Träger, aber ich finde, verbunden mit dem Bronzer jetzt auch, ne? Kann ja noch mal ein bisschen hier, aber da kann man auch nichts mehr entschärfen. Egal. Heute bleibe ich so. Verbunden mit dem Bronzer, also farblich geht es. Ich muss noch ein bisschen experimentieren. Vielleicht finde ich ja irgendeinen Pinsel, wo es nicht so einen derben Fallout gibt. Aber ich glaube nicht. Also ich finde alle Sachen tippitoppi. Bis auf, ja, hier. Ne? Ja, und der Pinsel. Also der sieht toll aus, ne? Mit den zwei Seiten. Ich werde die helle Seite mit Creme Rouge nochmal ausprobieren. Obwohl ich finde, sehr klein für Puder. Also hätten sie ein bisschen größer machen können, in meinen Augen. Aber er eignet sich bestimmt sehr gut zum Konturieren. Da werde ich den auch mal ausprobieren.
Ja, ihr Lieben, das war mal wieder ein längeres Video. Gefühlt würde ich sagen 2 Stunden. Zusammengeschnippelt für euch jetzt vielleicht 1,5 Stunden. Ich muss es jetzt noch bearbeiten. Jetzt geht's ja, wir haben jetzt 11 Uhr. Aber bis zum Mittagessen werde ich das wohl fertig haben hier. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Vielleicht binde ich euch jetzt noch im Anschluss noch ein paar Fotos ein, mal gucken. Und dann würde ich sagen, freue ich mich von euch zu lesen. Ich freue mich auf einen Daumen, ich freue mich auf jegliches Feedback. Auch Kritik ist erwünscht, ne? Aber konstruktiv und nicht beleidigend. Immer schön oberhalb der Gürtellinie bleiben. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich besonders, wenn ihr im nächsten Video wieder einschalten würdet. Und dann würde ich mal sagen, ihr Lieben, bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald, eure Nadine.